Also dann, herzlich willkommen zum Dunkelwelt. Dunkel, ach scheiße nochmal. Entschuldigung. Alles gut. Herzlich willkommen zum Dunkelwald-Marathon. Jetzt habe ich es richtig abgelesen, beziehungsweise unserer Reaction, unserem Rennkommentar dazu. Hendrik, schön, dass wir wieder zusammen hier sind. Hallo. Hallo Christian, so, wir kommentieren endlich mal wieder ein Rennen. Genau, richtig. Dieses Mal. Eins, wo du alleine gefahren bist, muss man Genau, ich dazu wollte sagen. gerade sagen, dieses Mal war ich allein am Start und ja, also es ist das Ende meiner Tour de Luft, ne, so muss man es ja sagen. Ne. Ich glaube, hier hat es begonnen Und da und hier endet's. endet es auch. Genau, in diesem Sinn brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange jetzt groß drum herum sprechen. Es waren insgesamt knapp 100 Starter über beide, also über die 30 und die 60 Kilometer. Bei mir im Feld, ich bin recht spät gekommen. Ich stehe wirklich ganz hinten. Sehr gut. Und dieses Mal war ich ja auch also viel, viel schwächer als im letzten Jahr. Ne? Das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass ich ein Rennen gefahren bin. Das war die Vorbereitung für mich für den EBM. Und ich habe mir einfach gedacht, gut, ich stelle mich mal hier ganz hinten hin und rolle einfach mal diese, halt, 60 Kilometer bin ich gefahren und roll mal diese 60 Kilometer mit. Wie Du viel es dann wolltest am Ende gewesen sind, ja. dank Reifenschaden, ne, ist die Hälfte geworden. Aber das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, springen wir einfach rein und dann gucken wir mal, was es so zu erzählen gibt. Jawohl, Dunkelwald, So, hier Marathon. geht's los. Hier die zweite Etappe. Versuch Nummer zwei mit dem Aufnehmen. Und ich bin wirklich ganz ohne irgendwelche Ziele hier losgetackelt. Ja. Ich hatte ja deine GoPro hinten dran, also die Zehner. Kommen da Bilder davon? Nee. Nee, okay. Leider nicht. Die hat 40 Sekunden aufgenommen, Ach jetzt. so, Das war die kaputte. das war die, die immer wieder ausgeschaltet ist. Ich dachte jetzt, aber guck mal, die Strecke ist jetzt schon anders wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr ging es so rechts weg auf so einen Waldweg, so wie hier, aber jetzt wird es hier ja gleich enger. Oh, links neben dir fährt ein unheimlich schönes Cannondale. Du, ich Da glaube, hier hinter ging's. das hier ist noch die Strecke gewesen vom letzten Jahr. Also hier hoch zu, so der erste Kilometer. Das war tatsächlich das Gleiche. Das war letztes Jahr auch so. Okay. Auf alle Fälle gibst du schon wieder ganz schön Stoff für 60 Kilometer, denn da war es ja eigentlich noch so geplant, ne? Zu dem Ja, Zeitpunkt. richtig. Ja, Ja. genau. Ich hatte auch gar keinen, also ich hatte gar nicht im Display, wie schnell ich fahre, wie viel Watt. Ach so. Aber mich hat dieses Gepiepe verrückt gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast. So, piep, piep, piep. Jetzt Ja. habe ich gedacht, vorne die war ausgegangen, aber es war tatsächlich nur die hinten. Okay. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, aber nee, ist noch nie, weil es hat einfach die ganze Zeit piep, 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 piep gemacht und ich dachte mir so, hä, wo Was lebt geht euch, denn was da? ist hier los? Ja. Aber kannst du dich noch daran erinnern, das war letztes Jahr ja hier auch dieser Forstweg am Start. Ja, da sind wir unheimlich lang geballert. Ja, genau. Am Anfang, dann ging es rechts in so einen Trail nach diesem Waldweg. Mal Genau. gucken, wie ihr diesmal fahrt. Ja. Aber jetzt überholst du ja schon, sah aus wie ein Mädel. Und Christian versucht Anschluss an die nächste Gruppe zu kriegen. Das kennt man ja schon, also er ist doch im Fokus. Sagst du, ab welchem Zeitpunkt dir klar war, doch keine 60 zu fahren? Das wäre für Ja, mich schon gesagt. das sage ich im Video. Ach, das sagst du Also, auch im Video. Okay. ja. Du siehst ja auch oben in der Mitte, also in dem Höhenprofil, ist es halt mal eine ganz, ganz lange Zeit übelst gerade. Ne? Das war meine Pause. Ach so. Okay. Beziehungsweise mein Reifenwechsel in 40 Minuten. 40 Also, Minuten. ja, also das war. Oh, das war diesmal noch was Größeres. Dieses Mal, ja. Na, es war wirklich auch eine ganz spannende Sache, was alles beim Reifenwechsel schiefgehen kann oder beziehungsweise was man alles zum Reifenwechseln verwenden kann. Ne? Wenn du diese Dornen, die du reinmachen kannst, was die Ja. Milch und Ja. alles, was es da halt so gibt. Ne? Aber da kann man dann vielleicht zu gegebener Stelle mal drauf zu sprechen. Hier für den Moment habe ich mir wirklich gedacht, komm, okay, versuche jetzt mal dran zu bleiben, fahr einfach gefühlsmäßig. Puls ist schon recht hoch. Ne? Das. Im Sehr Nachhinein hoch. jetzt, wenn ich das so sehe. Aber gut, das erste Mal halt, ich glaube, das war das erste Mal wirklich Rennbelastung, Das war das die ich erste wieder Mal hatte. Rennbelastung nach deinem langen Ausfall, ja.
Ja, und dann weißt du ja eh nicht so richtig. Hast du jetzt gerade ausgeschalten, dass du quasi kein Watt siehst, weil du gerade Nee, auf die den hat. Warum gedrückt hast? Nee. Ich weiß nicht, was ich da umgestellt habe, nee. Okay. Aber ich hatte noch zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht diese Wattseite da. Also ich habe das nie gesehen. Ich bin einfach nach Gefühl gedüst. Okay. Und habe halt versucht, hier gerade hinten dran zu bleiben, im Windschatten zu sein, und Körner zu sparen in dem Moment, wo ich vorbeifahre. Die waren mir dann offensichtlich zu langsam hier. Gibt's ja Ja, nicht. die waren definitiv zu langsam, denn du warst gefühlt 3 Sekunden dahinter. Und schon am nächsten. Hast du gewusst dann von der Startnummer, was das war? Ob das 30er oder 60er waren? Hier sind es nur 60er gestartet. Die 30er sind später gestartet. Ach so, okay. Das heißt, es waren getrennte Gruppen. Eine halbe Ja, Stunde war nicht ja. Unterschied. Okay. Ja, genau, die sind, ich weiß nicht genau, wie viel später gestartet. Müsste ich jetzt so lügen? Also definitiv geht es hier jetzt anders. Genau, das war, und ich hatte mich vorher ja schon nur so platziert und gedacht, ach, okay, ich weiß ja, wo es lang geht. Fahre ich mal den Leuten vorbei, dass ich ein bisschen Luft nach vorn habe. Und dann ging hier dieses. Ja, Schotter, ähnlich. das Grobschotter oder das ist ja Ja. ähnlich wie Miriquidi, oder? Ja, genau. Und er sagt sorry, weil er hat mir hier irgendeinen Stein rangeschossen. Also meine Felgen haben ganz schön gelitten hier in dem Rennen. Die haben ein paar neue Kratzer bekommen. Also äußerlich zwar noch, aber zu oft willst du das nicht machen. Habe ich da noch nicht so viel Abstand gehalten. Das hat ja eh nie getaugt, dieses, wie mir auch nicht, dieses Schotterstück. Nee, das Damals. hatte keinen Spaß. Jetzt ist ja immer noch hier Schotter, ich dachte, das hört jetzt auf. Ja, das hört auch gleich wieder auf, aber für den Moment ist es noch, ja. Ja. Naja, er brezelt hier schon auch ganz schön runter. Ja. Und da vorne, bist du bei den Führenden oder ist das Nee, jetzt auch nee. eine Täuschung? Nee. Okay. Nee, da sind noch, also da sind noch mehr vorne. Und ich habe mir Okay. erst das erste Mal gedacht, gut, Mensch, entspannst dich ein bisschen. Aber entspannen bei trotzdem 400 Watt, wenn ich das jetzt so sehe, ne? Ja, Krass. na, das ist. Nee, nee, ich bin froh, dass Sie nachherkommen. Ah, ja. Ja? Perfekt. Alles klar, okay, dann hast schon einen Freund gefunden, quasi. Ja, Du der hat hast mich doch irgendwas gefragt im gefragt. Trail, ob ich zu langsam war für dich. Du, also jetzt auf der geraden Pass, Trail geht eigentlich immer. So eine typische Christian-Antwort, ne? Ja. Und schon geht er ab im Trail. Ach Gott, das schaut aber schon mal schön aus. Ja, Wenn. die hatten hier wirklich jetzt viel mehr diese Trails vom Grabenberg halt mit eingebaut. Das war letztes Jahr ja. Hier hast du es wieder gehört, piep, 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 piep. Ich dachte wieder, hä, was hier los? Also das haben sie wirklich schöner eingebaut dieses Jahr, muss ich sagen. Okay, weil das war ja beim letzten Mal überhaupt nicht eigentlich. Ja, Also da war richtig. ja bloß diese eine üble Wurzelpassage, wenn ihr euch noch daran erinnert, an unsere Follower und Anschauer, da hat es mich ja so übelst durchgespielt. Ja, das war dieses Jahr wieder dabei. Das war wieder dabei. Naja, da kommen wir ja zu meinem Lieblingsstück. Genau. Und der Aber hier, mit dem hat es Spaß gemacht zu fahren. ja. Das sieht sehr schön aus hier. Ja. Also ich glaube, Flow Trail ist jetzt zu viel gesagt, aber man konnte ja schon richtig Spaß haben darunter. Ja, das sieht man. Christian könnte natürlich schneller. Hättest du schneller gewollt jetzt? Nee, nicht wirklich. Aber er war ganz gut. Okay. Ich weiß gar nicht, jetzt muss. Hier passiert gleich ein Crash oder ein Fast Crash. Aber ich weiß nicht mehr, war das genau jetzt hier an der Stelle oder ist es noch ein Stück? Muss noch mal ein bisschen hier dabei bleiben. Oh. Hier. Ja. Wow. Das Okay, war. alles gut, konntest du nichts dafür? Ich hab auf dem Trailer und ich hab die Super, Strecke super, gehabt. super reagiert, danke. Ja. War Ach, du knapp. hast ihn. Ja, aber ging. Ich hab dich schon am Schuh gemerkt. Ich habe dich am Schuh gemerkt. Sorry. Ja, du hast ein bisschen berührt, ne? Ja, runter Scheinbar. zu Ja, vielleicht, ja. aber hoch zu bin ich mir nicht so sicher. Das war. Sie links hier war die Das stimmt. erste und ich weiß nicht, ob sie die Kurve zu spät gesehen hat oder was da passiert ist. Aber das war jetzt dieser typische Ziehharmonika-Effekt, ne? Vorne der macht einen Fehler oder macht irgendeine Reaktion, was unerwartet ist. Der zweite kriegt es gerade noch so klar, der dritte kriegt es gerade noch so klar. Und naja, ich war halt dann so weit hinten, ich habe halt nur den vor mir und den Trail gesehen. Ja.
und konnte es wirklich gerade noch so erschleifen. Und dass ich ihm eine volle Kanne da reingefahren bin. Also, alles gut gegangen. Kann passieren. Das ist halt so, wenn du zu nah auffährst. Oder ich würde sagen, das ist einfach ein Rennunfall. Aber du hast ja mega gut reagiert. Also wenn, dann hast du ja nur ganz leicht berührt, so sagst du im Video. Ja, das war Glück. Ist das vor dir ein Mädel, das Kleine? Oh, die ist aber stark. Mein Puls. Ja, guck mal auf meinen Puls. Ey. Ja, ich bin 190. Ich guck ja nebenher und die Pferde hier erst sogar weg. Also das ist richtig stark für Mädel. Auch wenn du jetzt natürlich fit vielleicht dran bleibst, aber heieiei, also riesen Respekt. Wobei auch Riesenrespekt, dass du hier beim ersten Rennen nach der Krankheit so oder nach dem langen Ausfall, es war ja keine Krankheit, war ja eher eine Verletzung, so noch die Berge hochscherbelst. Das war total verrückt, ne? Ich meine, hier siehst du auch, also wirklich fit war ich noch nie. Du hörst mich jetzt auch schon gut atmen. Ja. Also, eieieiei. Das war, glaube ich, auch so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss vielleicht mal irgendwie ein Stück langsamer fahren. Und das nach 10 Minuten. Das waren ja bloß 3 Kilometer. Das so waren ja noch. Mir, so geht's mir ja immer. 57 Kilometer. Also da hatte ich schon zeitweise ein bisschen zu tun mit meinem Kopf, der dann immer wieder gesagt hat, Christian, das ist ja ganz schön weit. Denkst du, dass du das überhaupt schaffst? Ja. Wie, dass du die Strecke schaffst oder denkst du, dass du es so schaffst? Was meinst du? Na, das Rennen, die 60 das Kilometer. Das Rennen, ja, okay. Ja. Weil 60 hast du ja normalerweise locker drauf. Das sieht jetzt übrigens wellig aus, aber relativ schön zu fahren. Ja, das ist, glaube ich, die Strecke am Stoneman, wie das aussieht. Das weiß ich jetzt wieder, ne? Ja, das ist da oben beim Stoneman, da gibt es nämlich auch so eine Strecke. Ah ja, aber man sieht hier schon einige Wurzeln, also da musst du schon auch ganz schön drüber arbeiten. Ja, also das hast du halt da am Rabenberg zu diesem Dunkelwald-Marathon richtig, richtig viel. Ja. Ach, hier ist er wieder. Ja. Die waren nicht so streckenfest. War das schlecht ausgeschildert? Nee. Ausgeschildert war sehr gut. Jetzt hat sie so auf umgehauen. Also. Ja. Und ich hatte zum Glück eine andere Linie genommen. Ja. Aber du hast schon vorher erkannt, also ich habe schon gesehen, wie du gefühlt geguckt hast nach rechts. Ich wollte vorbei, ja, weil ich dachte, okay, die. Hey, gerne! Gerne! Was hat er hinten gesagt? Er hat sich bedankt für die geile Linie. Hat gesagt, danke für die geile Linie, weil ich da halt rechts runter bin. Ach so. Ansonsten, das kann ja auch mal doof ausgehen, ne, wenn da jemand so bergunter bremst und anhält und dann knallst du da genauso rein. Oh, und das hier sieht aber halt ruppig aus hier. Eieiei, das tat doch richtig weh. Ja. Und vor dir schon gar niemand mehr. Ich würde jetzt gar nicht wissen. Ah ja, hier rum. Alter. Oh, wenn du das mal sagst. Ich meine, guck mal, wie das rumpelt und guck dir mal meinen Puls an. Ja. Das knallt die ganze Zeit nur, ne? Also, da muss ich wirklich sagen, das ist halt noch machbar mit einem Cross-Country-Pulli, aber wirklich Spaß macht das so, wenn du 150 mm hast oder sowas. Aber mit 100 mm, du siehst ja das Gehämmer, das ist. Ja. Und das fährst du ja auch zweimal, da bist du ja in der zweiten Runde noch kaputter, wenn du das zweimal gefahren wärst. Oh, cool. Also es sind auf jeden Fall auch teilweise flowige Passagen dabei, die jetzt hier, sowas macht wieder Spaß, ne? Ja. Aber du siehst, wenn du auf meinen Puls guckst, das ist halt keine Erholung. 0,0. Nee, definitiv nicht. Ah ja, hier oben sind jetzt auch wieder welche. Ich hab gedacht, wo? Ja, hier rechts geht's zum Stoneman weg. Also ein Stück weit bin ich sozusagen mir selber treu geblieben und hab bergunter ein bisschen Zeit gut gemacht. Ja, wie immer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ging richtig an die Konsistenz. Hm. Und jetzt hat mein Fahrrad angefangen, irgendwelche Quietschgeräusche zu machen, der Dämpfer, ich weiß nicht, ob vorne oder hinten, ich weiß nicht, ob es dem Ding zu warm war, weil es zu viel arbeiten musste, oder das hörst du jetzt so leise im Hintergrund immer mal so. Was hattet ihr denn für Wetter überhaupt? Wunderschön. Das weiß also, ich nicht mehr was. Wenn du siehst, hast du ja ganz starken Sonnenschein.
Ja. Und War es auch sehr war auch ruhig. ganz extrem trocken, ne? Also hier Ja. im Wald, das Ja, richtig, sieht richtig. sehr, sehr trocken aus. Mensch, Ja. das rumpelt hier. Ja. Ach, guck mal, Das hier über kennst die du, ne? Brücken, das war der von letzten Jahr. Genau. Ja. Und ich habe es unten benannt im ursprünglichen Ja, jetzt wird's wirklich Video. nicht so einfach. Er hat jetzt hinten gesagt, er kommt das hier wieder Du fährst das vorbeifahren mit wie dem vorhin Hardtail, gerade oder ne? sowas. Ja. Du hast ein Hardtail, ne? Nee, okay. Da. Ah, geil! Cool. Weil Das ich war der, dachte, den du hinten mindestens. drauf gefahren bist oder jemand anders? Ja, der Ja. genau. Aber Oh. hier mit dem Hardtail, Respekt ohne Mist. Oh, Aber. Achtung, Achtung, Achtung! Hat es da vorne wieder irgendjemanden. Also musste absteigen oder sowas. Ja. Und dann stehst du halt hier. Keine Chance mehr. Uiuiui. Das ist jetzt hier auch wieder so eine Geschichte. Das ist jetzt. Boah, und dann halt noch berghoch, das ist ja noch Ja, technisch. ich. Hier muss ich noch mal runter. Und du siehst halt die ganze Zeit der Puls oben, ne? Berghoch über 180, hier auch wieder. Ja. Also Boah. sehr, 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 sehr fordernd. Ich bin halt wieder alles mit 1,1 Bar gefahren hinten. Ja. Unwissend. Ja. Um da schon mal so ein bisschen einzuleiten. Ich habe es halt aufgepumpt auf 1,8 nach Manometer, aber das Ding, das geht halt ein halbes Bar falsch, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Okay. Dadurch war das alles gut fahrbar, diese Wurzeln, ne? Weil der Reifen dann halt so weich ist, hinten, dass der sich gut drüber oder anpassen kann. Und dann Ja. kannst du das auch alles gut hochdrücken. Wenn du aber da halt 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 hinten drin hast, Das scherbelt da sich. rumpelt das nochmal eine ganze Etage mehr. So wie ich das sonst immer fahre. Naja, beziehungsweise halt auch mit Hardtail, ne? Das ist ja. Boah, na Hardtail. Sag mal. Also das ist ja gar keine Hardtail-Strecke. Nee, überhaupt nicht. Aber gab's, ne? Auch von den schnellen Jungs. Bei 60 Kilometer oder wie? Na, ich habe dann die 30er gesehen. Ach so, ja. Da habe ich mir dann auch Platten geholt, weil ich dachte, komm fürs Video, fahr ich eine Runde mit. Ja. Aber guck mal, das ist ja nur anstrengend hier. Ja. Und am Anfang, ne, ich bin ja ein bisschen spät gekommen, wurde ich begrüßt vom, ich glaube, der Marcel war es, vom Henker-Team und Rico. Ich hoffe, ich weiß das jetzt noch richtig aus dem Kopf. Ist eine Weile her. Ich hab's, glaube ich, auch in die Beschreibung geschrieben. Das war cool, wir haben kurz gequatscht. Und sozusagen, na Mensch, hier wieder dabei und dieses Mal ohne Platten, na hoffen wir es, ja, also Ach war ein schönes Gott, haben Sie Gespräch. dich erkannt? Ja. Ja, genau. Also Cool. vielen lieben Dank nochmal an euch beide. Und ich meine, der Rico was, der hat Ja, gesagt, das ist schon fast ein bisschen nachdem ich das typisch für gesehen. hier. Der hinter mir, der hat jetzt auch gerade gesagt. Also das ist jetzt hier, Ja. das war so ein bisschen unnötig. Ja. Harte Trails halt. Die Organisatoren aber haben gesagt, Mensch, wir sind für Feedback offen. Wenn ihr Ideen Richtig. habt, was wir anders machen können, schreibt uns gerne eine E-Mail, also einfach an die Treibjagd im Dunkelwald auf der Website, schreibt gerne eine E-Mail, was wir besser machen können oder sowas, ne? Oh, nice. Ja. Die wollen sich ein bisschen als Besonderheit behalten, dass sie eben so schöne Trails haben. Finde ich auch Ja. cool. Ja. Allerdings, ob jetzt Oh, jeder mit rein muss, von diesen teilweise härteren Trails, muss es vielleicht nicht sein. Hier geht es ja gleich weiter Ja. direkt. Also das waren ja jetzt gerade mal kurz die Trinkpause für dich. Ja. Das ist ja jetzt, also bis jetzt war es ja noch nicht so richtig ein Rennen gefühlt. Nee. Das war Trail hintereinander herfahren, aber das sieht aber sehr geil aus, wie du das fährst. Guck dir Also, das mal an. ich dachte, das ist der Trail, weil der war auch wieder schöner. Ne, das siehst du auch, da ist rumpelt mir so, oder zumindest an der stehen Stellen nie. Und das macht dann schon richtig Spaß, wenn das so ein bisschen flowig ist und du kannst die Kurven ausfahren. Ja. Und dann kommen halt wieder die Stellen hier, ne? Boah. Und da muss ich sagen, da ging es mir auch jetzt hier an der Stelle an die Oberkörpermuskulatur. Weil es einfach so gerumpelt hat, das kenne ich sonst nur von Downhill-Fahren. Bin Ja. ich einfach nicht gewohnt. Und dann musst du noch bremsen, weil die Leute davor langsamer fahren, dann geht es noch mehr auf die Oberarme. Ja.
Aber ich meine, gut. Genau, hier sage ich. Weil ja, damit ist das so entspannter, wenn du hier mindestens 120 hast oder 130, 40, dann macht das echt Laune. Dann noch einen fetten Anker vorne und hinten an Bremse und hinten fette Reifen drauf, wo du dir auch keine Gedanken machen musst, dass es irgendwo durchhämmert. Dann hast du dann schönes Enduro oder Mountain oder Freeride-Rennen. Hier mit der XC-Schleuder ist halt schon wirklich, also für mich, für mein Können und für das, was ich von Cross-Country-Rennen oder wo ich Freude dran habe, ist schon teilweise über der Grenze. Na, wenn du das sogar schon sagst, ne, als sehr erfahrener und als sehr, sehr guter Abfahrer, das ist schon schwierig. Also guck mal, wie es an mir gehen würde bei so einem Rennen. Beziehungsweise ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, bei den ganzen Wurzeln, Mensch, das für ein Rennen. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich auf der Tour bin, weil ich habe gedacht, hier kann doch das Rennen lang gehen. Ja. Das ist schon extrem anstrengend. Aber natürlich landschaftlich, wenn man mal so ein bisschen rechts und links guckt. Ey, wunderschön, ja. Auch wirklich schön, ne? Aber das hier Rennen fahren ist. Ah ja, okay. Es ist eine Mutprobe, ne? Oder du sagst halt drei und da gibt es ja auch welche. Trittst ja halt mit 130 mm an und fährst halt nicht auf Sieg. Ja. So, ne? Also, welche Nummer hast du? Ich. Du bist 30. Ist das einer von Stark? Okay. Nee. Stark? Nee. Ja. Also Stark, weiß ich nicht, Stark Team, ja, Werner. Genau, das ist Stark. Okay. Mit dem bin ich in Dresden gefahren. Das ist ein ganz netter Kerl gewesen. Okay. Sehr cool. Das ist immer wieder die gleichen dann hier irgendwie, die auffallen, weil ich hatte auch viel Spaß mit ihm. Ja. Aber der fährt immer so Top 20. Also der ist schon richtig stark. Also. Nur siehst du ja jetzt hier düst du halt weg, ne? Tschüss. Also. Oh, jetzt Achtung. Ich hab 6 Kilometer weg. Und? Ihr könnt sofort anhalten. Oh! Aber du hast ja auch viele überholt, Christian. Also da war ja noch ein Haufen bestimmt jetzt hinter dir schon. Vor allen Dingen halt bergab. Ne? Kann sein, ja. Ja, definitiv. 13% geht sie hoch. Das sieht jetzt wieder auf der GoPro überhaupt nicht so steil aus. Das sieht aus als. Was hab ich jetzt hier? Okay, das ist meine Leistung und nicht mehr, hast du gesagt. Ah ja. Gut, ganz ehrlich, verständlich. Trotzdem sind es 250, 260 Watt. Ich bin heute gefahren und gestern gefahren. Gestern mal wieder auf der Rolle und heute das erste Mal seit langem wieder. Und bin da auch nur so 260 Watt gefahren und denke jetzt gerade, Mensch, meine Füße sind irgendwie schwer. Also wenn du das so zweimal in Folge fährst. Ja, klar, wenn du es auf Dauer fährst, freilich. Dann merkst du deine Knochen und guck mal, du trittst hier ja tendenziell eher mehr, aber die Kamera piept wieder, aber das ist die hintere. Ja, da war ich dann auch richtig frustriert. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Das kann ich mir denken. Naja, gut, also wirst du jetzt so zusammengefasst, wenn du halt keine Rennerfahrung oder, also wenn du gerade nicht so drin bist, ne, und wieder voll draußen bist, bin jetzt nach Gefühl gefahren und bin halt wirklich jetzt K.O. So. Und ich glaube, das ist doch vollkommen. Also GoPro, das geht die 10er, die wir gekauft haben, nicht? La la la! Mit darf man ja ruhig mal. Ja, das kriegst du eine retournierte. Hast ja recht. Machst ein Software-Update und die stapelt sich alle 3 Minuten neu. Ich meine, ich hätte es auch am liebsten gesagt. Also das war schon eine schwache Nummer, aber die neue funktioniert. Ist getestet und endlich. Genau. Ja, es ist halt schade, ne? Also ich will das definitiv nochmal irgendwann machen, ob jetzt bei mir, bei vielleicht dir oder. Dieses kurze Videos-Feature an. Ja, hier habe ich noch an mir gezweifelt, dass ich was falsch eingestellt habe. Aber das würde ich sehr gern mal noch sehen, dass die Kamera hinten raus mitfilmt. Das ist bestimmt geil, vor allen Dingen so bergab. Also jetzt hier berghoch liefert wahrscheinlich nicht so die Bilder, aber. Ja. Da gab es wahrscheinlich richtig cool. Denke ich mir nämlich auch. Müssen wir als nächstes mal gucken.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem, wenn du halt eine lange Pause gemacht hast, ich denke, du kannst gar nichts anderes machen als nach Gefühl fahren. Klar kannst du dich auch strikt jetzt an die Leistung halten, aber um wieder reinzukommen, um das Renngefühl zu bekommen und auch um deinen Körper wieder an die Rennbelastung zu gewöhnen, denke ich, einfach nach Gefühl fahren und dann ist halt nach 20 Minuten der Ofen aus. Ja, so, ja. Und jetzt Ofen aus, ne, ist jetzt nicht so, dass ich hier 100 Watt hochfahre oder sowas, aber ein Stück weit einfach auch mit dir und deinem Körper halt mitgehen. Und wenn er halt noch nicht fit ist, ne, dann geht es halt langsamer weiter. Dann ist ja. Das so. Du hattest das ja benannt, unten sehe ich gerade, beziehungsweise guck mal das gerade an, Clipper Trail Rabenberg und zum Beispiel das nächste High Hog Mountain Karussell. Ja. Woher hast du das gewusst? Hast du mit den Veranstaltern gesprochen oder? Ja, ich habe die Strava-Segmente gesehen und habe dann halt im Trailpark Rabenberg geschaut, weil das sind genau die Trails, die im Rabenberg halt dort ausgeschrieben haben oder Teile davon. Wenn du da hinfährst mit deinem Radl oder dir dort eins ausleihst und einfach Spaß hast und Trails ballerst. Also, der erste, der so hart war, hieß übrigens The Rock, sehe ich gerade. Zu Recht. Und großes Lob, und das seht ihr mal, was der Christian im Hintergrund, denn das macht der Christian komplett alleine, im Hintergrund arbeiten muss, um hier wirklich die Abschnitte so zu nennen, ganz, ganz stark. Und riesig großes Lob und Dankeschön an dich. Danke, danke. Gern geschehen, klar. So haben wir doch irgendwie alle auch noch einen zusätzlichen, also einfach noch was Schönes, ne? Du dann siehst du, okay, der Trail heißt so, vielleicht will ich den auch mal fahren oder keine Ahnung was. Ja, da kann man doch schön sich noch dran orientieren. So, jetzt bin ich hier wieder verblasen worden, also wirklich verblasen worden. Ich glaube, das war das Mädel dran worden, ne? Aber trotzdem, also auch wenn du jetzt nie die volle Leistung hattest, aber für 60 Kilometer ist ja bockstark, wie die vorbeifährt. Ich meine, du siehst natürlich jetzt im Umkehrschluss auch wieder, ich habe sie vor einer ganz schönen Weile überholt, ne? Und bin jetzt, klar, angestrengt beim Runtergefahren. Ja. Aber das musst du dann trotzdem erst mal rausarbeiten. Und sie ist ja viel schneller. Also die ist ja jetzt schon da vorne um die Kurve weggefahren. Das sind ja jetzt schon 20 Sekunden, die rausgefahren hat in der kurzen Zeit. Ja. Und da hat sie ganz schön lang dafür gebraucht, durch eben, weil ich die Berge runterlaufen lasse. Ja, ja. Also die Berge runter sind halt auch berghoch, ist ein Christian sein Zuckerstück, also das sieht man dann beim nächsten Rennen, Kommentar, werden wir sehen. Aber bergrunter natürlich super, super stark. Ich bin hier auch noch mit einer anderen Strategie gefahren. Ich habe mir hier noch, oder was heißt Strategie? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe einfach geguckt, was geht. Aber ich hatte schon eher im Kopf, alles klar, lieber ein Stück zu weit zu vorne sein und dann langsamer werden. Und dann passiert natürlich auch genau das wie hier, weil du halt am Anfang vielleicht in einer schnelleren Gruppe dabei bist, die sich dann halt über die Dauer absetzen können. Die fahren ja hier wirklich, also alle ein halbes Watt pro Kilo schneller. Ach, guck mal, der links, den hast du ganz am Anfang überholt, also gefühlt vor 20 Minuten. Und der kommt jetzt wieder vorbei mit dem weißen Rad. Ja, das ist krass. Ja, es ist einfach immer eine Frage, was willst du haben? Ich weiß nicht genau, welche Strategie besser ist oder ob es da generell eine bessere Strategie gibt. Weil du kannst ja sagen, Mensch, ich fahre am Anfang nie mit diesen ganzen anaeroben Kram. Ja. Und dann bist du halt hinten, hast vielleicht in den Downhill-Trails dann wieder technisch schwächere Fahrer vor dir, wo du Zeit verlierst. Ja. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist halt, du fährst vielleicht schneller und dann hast du halt im Downhill jetzt weniger Leute vor dir, die im Weg stehen können. Das ist natürlich nur jetzt für Leute wie mich relevant, die vergleichsweise bergrunter schneller sind als berghoch. Wenn du berghoch schneller bist als bergrunter, musst du dir darüber keine Gedanken machen. Berghoch gibt es eigentlich fast immer eine Chance zu überholen. Und bergrunter fährst du halt dein Ding und was hinter dir ist, ist nicht dein Problem, weil es heißt ja Rennen. Ja, jetzt kommt ja wieder so ein bisschen Sahnestück. Und wir gehen jetzt in den Hog Mountain Karussell Trail als nächstes. Aber erstmal ein bisschen Erholung für dich. Ja.
bin gespannt, wann dein Schaden kommt. Also ich gucke extra nie voran. Aber noch hält es ja. Ja. Hier wollte ich reinsliden, aber es ging nicht. Und dann, ach, es war unsere Unterkunft. Das Erzgebirgsidyll. Ah, er hat's erkannt. Ja, dieses Mal ja. Hier mit neuem Lenker im Übrigen, ne? Ach, das ist der neue schon. Genau. Au, hier geht's jetzt in das Gehoppel. Genau. Das war ja bei uns da hinten. Richtig, und das wusste ich auch noch. Und hier kommt ja dann auch die Stelle, wo es mir mein Reifen zerschossen hat. Also hatte, letztes Jahr, was nicht ist dieses denn Jahr. Mit den Kameras los, ey? Ach, letztes Jahr. Oh, du hast immer noch Händel mit der Kamera. Das hat gerade wieder gepiept. Ging das die ganze Fahrt über? Ja, das war richtig nervig. Oh, hier, ja. Ich habe gedacht, warum denn das in dem Rennen damals? Und das ist vielleicht, ne, um das noch ein bisschen fortzuführen von vorhin. Es ist eine total coole Strecke, weil eben so viele Trails drin sind. Ich weiß nicht, ob es dieses Format so häufig gibt. Ja. Und weil die Veranstalter gesagt haben, naja, ich weiß nicht so richtig, oder wir wissen nicht so richtig, was können wir denn besser machen? Wenn du dir halt das als Alleinstellungsmerkmal haben möchtest oder lassen möchtest, dann ist es, glaube ich, so wie es ist, sehr gut. Ich glaube nur teilnehmerzahlenmäßig, ey, das ist für viele halt schon nimmer spaßig, so wie du es auch bei den Mädels vorhin gesehen hast, die halt einen Berg runter dann sich mal spontan entschieden halt abzusteigen. Ja. Du kannst das Rennen, also so wie es dieses Jahr gewesen ist, nicht fahren, wenn du deine Kiste nicht unter Kontrolle hast. Ja. Und ja, damit meine ich Bikepark-Erfahrung. Du bist auf jeden Fall schon mal Sachen runtergefahren, außer eines Forstweges, du bist Dinge runtergefahren, Single Trails mit Wurzeln, mit auch, wo du halt mal eine 20 cm Kante hast, also dass du auf dem Radl dich vor und zurück bewegen kannst, das musst du in diesem Rennen drin haben. Ansonsten läufst du Gefahr, dass es entweder null Spaß macht und du ewig fährst, oder dass du dich einfach auf die Busch legst. Ja. Und wenn und man das ist noch mal eine besondere Herausforderung, glaube ich, wenn du 60 Kilometer fährst. Boah, also da musst du dir ja zweimal bewegen. Ja. Und vielleicht, ne, also die Hälfte an Trails, die einfachsten, die es halt hier gibt. Ich meine, der hier, der ist jetzt auch machbar. Ja. Das muss ich sagen, jetzt wenn ich jetzt mal so überblick, da unten wird es halt ein bisschen rumpelig, aber da kann man auch mal bremsen. Ja. Der ist zum Beispiel noch gut machbar. Und wenn du dann halt ein paar andere, vielleicht angenehmere Forst- oder Ziehwege damit einbaust, kannst du dieses Rennen so weit entschärfen, dass es meiner Ansicht nach viel massentauglicher wird. Ja. Und dass du trotzdem diese Charakteristik der Trails beibehältst. Ja. Kannst ja du jetzt auch nochmal was sagen, ne? Du hast jetzt im Vergleich zum letzten Jahr und siehst ja jetzt auch die Strecke im Komplett, wie sie dieses Jahr ist. Was du da dazu sagst. Also letztes Jahr waren nicht so viele Trails, definitiv nicht. Da waren mehr von den Ziehwegen, da erinnere ich mich dran. Aber die Trails, die zu fahren waren, waren bis auf einen auch letztes Jahr ganz schön straff. Ja. Nach meinem Gefühl. Oder man sagt natürlich, die Treibjagd im Dunkelwald besteht ja aus 4 Tagen und der 4. Tag, das Erzgebirgsrennen, war ja letztes Jahr, kannst du sagen, eigentlich ein Rennradrennen bis auf einen Kilometer. Ja. Vielleicht ist es auch eine Idee zu sagen, wir trennen uns davon, dass das eine Mountainbike, 4 Tage Mountainbike-Veranstaltung ist und du lässt halt hier am ersten Tag richtig scherbeln mit Power Mountain, wo du dir gar keine Platte drum machst. Ja. Und am 4. Tag machst du dann noch ein Rennradrennen mit rein, also, dass du dann sozusagen so ein Multisportrennen hast. Gut, das ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja, eben. So gäbe es das ja auch nie. Ja, also das ist, ich meine, gut, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht mitfahren, weil ich habe keine 150 mm Route. Sei denn, ich fahre einen Shredman, der hat zumindest 130 vorne und hinten nix. Boah, aber kam die Kiste rum. Ja, das macht Spaß. Mal, Leute, guckt mal an, wie schnell der Christian ist. Den vorne hat man nicht mehr gesehen. Und jetzt ist er wieder da. Das war der, den du überholt hast, ganz am Anfang. Und schon das ist ja genau das, was ich meine, ne? Aber guck mal, der hängt nur hinten. Ja. Der fährt wie ich. Ja. Naja, aber ich muss sagen, hier war ich dann auch K.O., ne? Also hier, es war wirklich körperlich. Ich wollte dann auch nicht vorbei. Ich wusste ja, was hier ist. Ich hatte auch keinen Bock auf den Platten. Und hier ging es dieses Jahr zumindest gerade durch. Ja. Okay. Und dann halt rechts und hier links. Ja.
Da hattest du dein Platten, meine ich, letztes Jahr, ne? Richtig, wo es dann richtig. So links rumging. Ja, genau. Genau, genau hier an diesem, wo er sich so hingelehnt hat. Ja. Der Christian guckt immer noch mal, ob es noch läuft. An den hätte ich mich vielleicht dranhängen können, aber das ist, das Rennen ist so lang. Ich habe erst 8 Kilometer weg. Das sind ja noch 51. Wahnsinn, ja. Naja, und du machst richtig erstmal Gel essen, weil nach so einer halben Stunde, knapp über einer halben, sollst du das erste Mal, wenn du so lang scherbest wie du, definitiv dich schon verpflegen. Boah, also die erste halbe Stunde, ich habe gar nicht auf den Puls geguckt, aber das ist ja jeder. Ich könnte mal parallel mit hier in Trainer Road reingucken. Oh, jetzt habe ich Pause gedrückt, ich entschuldige mich. Was du für eine Belastung hattest, meinst du? Mal gucken, was die erste halbe Stunde an Puls war, aber also ich 175 Durchschnitt oder mehr. Also ich, das ging ja hoch bis auf 190 und eigentlich entspannend war das ja nie. Ja, ich würde sagen, also definitiv über 170 hast du. Ja, und hier siehst du dann halt, ne, ich bin halt komplett mein Rennen gefahren. Er vorne ist weg. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hinten gewesen ist. Also tendenziell sind ja die Leute von hinten berghoch zu gekommen. Aber hier jetzt war ja wirklich gar nichts. Also ja. Gut, das ist aber, glaube ich, schön zu fahren. So 2% Steigung, das geht ganz gut, glaube ich, oder? Ja, ja, das war okay hier. Ja. So. Obwohl so langsam wird es steiler. Wie viel war denn das vorher? Wie meinst du? Ich suche gerade dunkel. Ach, warte mal, das war doch am Freitag. Hier ist es. Ich hab's gefunden. Ja. Ich hab's gerade auf Trainer Road gesucht. Ja, und sowas, ne? Wenn du hier einfach ein paar mehr so einer Forstwege drin hast, die vielleicht, weiß nicht, ob es das am Rabenberg gibt, nehmen wir so knacke steil sind, so wie es halt jetzt hier ist, ist super angenehm, ne? 0%. Und wo du einfach den Ausgleich hast zu diesem ganzen Trail-Geballer. Ja. Gesundheit. Ja, man merkt, der Christian belastet sich schon. Also die Belastung war dann schon wieder anstrengend. Das liegt definitiv am hohen Puls, dass der Magen einfach reagiert und jetzt wird es auch hier wieder steil. Jetzt wird es hier wieder... Ja. Also die erste halbe Stunde Average, also durchschnittliche Herzfrequenz 179, maximal 192. Boah. Das ist halt wirklich genau das, was ich gesagt habe. Der Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Und insgesamt? Und, bei dem Rennen? Ist ein bisschen verfälscht durch die Pausen, ne? Ach so, ja. Aber insgesamt trotzdem durchschnittlich 174. Also, wenn der Ofen an war, dann war er ja halt ganz oben. Und Average Power 205, Normalized 255. Ja, naja, das ist schon stark. Für, also, 2,5 Stunden und reine Fahrzeit, also 2,5 Stunden war ich unterwegs und reine Fahrzeit 1,48. Okay. Ist jetzt wirklich so vom, es hat definitiv den Effekt gehabt, den es hatte haben sollen, ne? Ich bin am Ende ja am Anfang 1:12 gefahren, dann halt Pause gehabt bis 1,50 und dann halt nochmal vollhahn, was ging. Ja. Was dann nicht mehr so viel war, ich war dann wirklich richtig K.O. Aber bist zum du, bist du bewertet dann, worden, Christian? Trotz, dass du kürzer gefahren bist? Naja, also es stand da, wenn du nach Zielschluss, das waren 2 Stunden, auf deine 2. Runde gehst, wirst du in den 30 Kilometern gewertet. Ach so, weil du nämlich bis hier zu dem Anfang, Moment, wo der Berg losgegangen ist, sind noch 3 Leute hinter mir. Ach, wo ich jetzt hier gerade hoch war, da habe ich mal nach hinten geguckt. Ja. Hm.
Weil ich habe nämlich in den, ich gucke nebenher gerade in der MTB Sachsen Cup. Mhm. Und da bist du nicht drin im Rabenberg. Ja, ich hatte das schon. Nächstes Ziel. Muss auch gerade gucken. Treibwerk Dunkelwald. Dunkelwald-Marathon. Die haben mich dann in Liste 3 geschrieben. Hab ich online verstanden. Okay. Weil ich suche dich hier gerade nochmal. Ich dachte mir dann vielleicht wahnsinnig so schnell und dass sie das nicht gecheckt haben mit dem Umschreiben, aber nee, ich stehe immer noch nicht drin. Gut, ist jetzt die Frage, will ich das? Also es wäre der letzte Platz. Ich gucke gerade der 36. und letzt bewertet sind momentan. Hier sind sie. Das hat vorhin Spaß gemacht, genau, mit euch zu quatschen. Und was habe ich vorhin gesagt? Marcel, ach, Michael, es tut mir leid. Naja, cool. Siehst du, jetzt hast du es doch gleich noch. Man ja, muss nur das Video einfach nochmal angucken. Ja, der Michael, das ist richtig. So, jetzt hier, genau, der letzte und 36. Und vielleicht sehe ich euch ja hier irgendwo, wenn er mich überholt. Oh. Sind die 30 gefahren, Christian? Ja, ja. Okay. Da haben genau, wir Christian Erfurt. Referenzzeit. Gebirge, 30 Kilometer. Doch, du bist gewertet. Ah, echt? Ja, Zeit 2 Stunden 3:16, 5700 Punkte, Platz 75. Hi. Wo? Wo siehst du das? Sachsen Cup oder was? Ja, im MTB Cup. MTB minus Sachsen Cup. MTB Sachsen, gleich mal gucken. Ich habe nämlich nur geschaut auf der Ergebnisliste vom Dunkelwald-Marathon und da stehe ich nicht mit drauf. Weder in der 30 noch in der 60. Okay, warte, ich schicke dir mal den Link. Das ist aber der Link, wo man jetzt deine Einzelergebnisse sieht und du bist Platz 216 insgesamt im Sack. Ich schicke dir das hier mal in den Chat. Ja, gern. Und dann kannst du es nebenher angucken. Oh, hier kommt noch ein. Genau, hier kommt jetzt mal wieder jemand. So, Nachricht senden an Christian und los. Zack, hier ist es. Die hatten einen Rucksack dabei. Du, nehme ich an, wenn du die GoPro hin drauf hattest, nicht, oder Christian? Nee, ich hatte keinen. Was hat dich dazu bewogen? Weil du kannst ja nur eine Trinkflasche, also zwar eine große, aber die reicht ja eigentlich für 60 Kilometer unter Renntempo nicht. Naja, was hat dich dazu bewogen? Ich wusste, dass sie. Ne, erstens habe ich keinen Trinkrucksack. Zweitens habe ich noch nie gebraucht. Und drittens dachte ich mir, 2 Wasserstellen pro Runde reichen. Na, ich habe mir halt gedacht, okay, ich kann eine halbe Flasche auf einer Runde trinken. Wenn du so auf meine Flasche guckst, das hätte tatsächlich knapp werden können, aber im Zweifel hätte ich das Ding halt aufgeschraubt und hätte mir dann nochmal so ein Ding halt reingelassen an einer Versorgungsstation. Okay, okay. 2 Stunden, 3 Minuten. Immerhin. Ja, du bist gewertet für den Sachsen Cup, das ist doch cool. Wie viel hast du da, wie viel zählen rein und wie viel Streichergebnisse, wie war das? Da müsste ich jetzt die Ausschreibung angucken. Ich meine 5 zählen. Aha. Ich bin dieses Jahr jetzt 3 gefahren. Eigentlich könnte man das schließen für dieses Jahr. Ich bin Platz 79, also mein Baujahr. Das ist ja auch witzig. Also der Elias angefangen. Und anderen schnellen 30ern. Und letztes Jahr war ich irgendwas mit 20. Also nächstes Jahr möchte ich definitiv mal alle fahren. Ja, da kann man dann eine extra Serie draus machen. MTB da Cup kann man Sachsen. Mal eine extra Serie für den Sachsen Cup draus machen, ja. Und hier, das sieht natürlich auch noch frisch aus von dem, der da vorbei. Nee, kommt. Du bist. Nee, Entschuldigung, Christian, ich habe dir jetzt gerade erzählt, weil Gebirge, das habe ich ja auch drin stehen. Gebirge war Merikwidi Bike Challenge. Ah. Aber warum steht denn hier der Dunkelwald?
nicht mit dabei. Tja. Der Rabenberg, weil Rennen steht nur Sebnitz, Dresden, Gebirge, Johann-Georgen-Stadt, Oberwiesenthal, Seifen. Das heißt, der Rabenberg hat nicht zum Sachsen-Cup mit dazu gezählt. Aha, okay. Na dann. Am Ende, ne, wäre, wie gesagt, sowieso der letzte Platz gewesen. Und gut, wir können das jetzt halt nicht zeigen im Stream, weil der Stream halt nur über YouTube läuft oder beziehungsweise über dieses YouTube-Tool. Wir haben halt jetzt einfach mal ein bisschen nebenbei geschaut, was haben die Zeiten, die ich beziehungsweise auch der Hendrik gefahren ist dieses Jahr, ja. Für den Sachsen Cup. Den werden wir uns nächstes Jahr, denke ich mal, vornehmen, dass wir das hier ein bisschen einbauen. Ist eine ähnliche Sache wie die Treibjagd im Dunkelwald, nur halt nicht über 4 Tage hintereinander weg, sondern geht über das ganze Jahr und wie es halt heißt, MTB-Rennen in Sachsen. Gut, nächstes Jahr habe ich auch den die XC-Wertung mit dir mal vor, weil da sind wir ja noch gar nichts gefahren. Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Prüfungen. Mhm. Das sind so XC-Rennen. Also das würde ich gern nächstes Jahr auch mal mit dir fahren. Cool, klar. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Training, oder was heißt überlegt, ich denke, ich fokussiere mich jetzt, was das Training angeht, so auf alles bis 2 Stunden. Jetzt also nur dieses kurze Geschrote, ganz kurz Geschrote, wie ich letztes Jahr gemacht habe und wie ja doch dann meine Rennen eher am Anfang schon sehr stark und dann genauso schnell stark nachlassend gewesen sind, sondern vom Fokus her auf das, was ich jetzt mit einem geringen Trainingsumfang auch noch bewältigen kann. So eine 1,5-2 Stunden, denke ich, das kriegst du gut hin. Ja. Mit den Umfängen von, ich sage jetzt mal, 150 bis 200 Stunden im Jahr. Ja. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Und das passt ja genau in das rein, was du jetzt gesagt hast. Naja, das wäre doch... Da wirst du ja richtig, richtig stark nächstes Jahr. Wann fängst du deine Saison wieder an, Christian? Boah, also ehrlich. Weil bei mir ist ja jetzt, also du fährst ja noch oder du willst ja noch Rennen fahren dieses Jahr. Bei mir ist es ja jetzt vorbei, weil ich muss ja jetzt dann wieder länger auswärts arbeiten gehen. Aber wann, wie machst du dieses Jahr Pause? Das ist vielleicht für die, die es angucken, ganz interessant. Boah, dazu kann ich nur sagen, weiß ich nicht. Also ich habe dieses Jahr durch den Ausfall, sage ich mal so, nicht wirklich einen Plan, ne, sondern ich fahre jetzt gerade einfach nur und ich bin ja jetzt ganz unstrukturiert unterwegs und habe halt jetzt den 300 Watt wieder. Gnade, ey. 11 Kilometer, 330 Höhenmeter. Ja. Hab jetzt jetzt kein strukturiertes Training wieder gemacht, sondern halt hab's in Form gemacht von Fahrtspielen oder das halt so Rennen, wie du siehst. Ja, Christian, das ist es. Der hat Rücken ein bisschen dehnen, mir tut und einfach gemütlich weiter schippern. In den Trails fahre ich heute auf Energiesparen die ganze Zeit. Okay. Also möglichst nicht treten. Möglichst viel auf der Dropperpost sitzen. Einfache Linien suchen, also ohne viel Gehuppel. Dass ich für die Uphills möglichst frisch bin. Das war die Strategie gerade von Christian für dieses Rennen. Ja, genau. Also in diesem Sinne, mit strukturiertem Training auf Trainer Road, vielleicht setze ich mich jetzt mal langsam wieder ran. Ja. Ist es jetzt schon dieses Jahr. Rekord? So weit bin ich in diesem Marathon letztes Jahr nie gekommen. Ach so. Also, am Stück. Oh nein, und er weiß noch gar nicht, was da kommt. Naja, neuer Rekord ist es ja trotzdem. Trotzdem. Ja. Normale Zicken. Also sagt sie ungefähr, nee. Muss das sein? Musst du so reintreten? Ich will das nicht. Aber alles im grünen Bereich. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Das ist heute wirklich der Test für den EBM in 2 Wochen.
Und hinten da muss man jetzt sagen. Vorne niemand zu sehen. Jetzt kann ich es eh anmachen. Ja, und da muss man ja sagen, jetzt mal so nachwirkend oder rückwirkend auch auf dem EBM betrachtet, ey, alles ich egal, glaube, ob das Reifen Panama hier. Ja, genau. Kurs ist mal im guten Bereich. Ach, siehst du, ich habe doch meine Watt vor mir. Jetzt sehe ich es hier. Drei ich habe mir eine extra Seite gebaut. Sollte. Ja, 160 bis 167 der Durchschnittspuls bei mir sein. Am Anfang des Anaerobe mit über 170 oder 180 gar. Ja, von Rennanfang ist das okay. Und jetzt wird der Puls nur noch so hoch gehen. Im Downhill, in solchen schwierigen Stellen, weil da einfach die ganze Muskulatur gefordert ist bei mir. Und sonst geplant gar nicht mehr. Vielleicht mal berghoch kurz. Aber nur, wenn es nicht anders geht. Das siehst du, ich fahre jetzt noch deutlich weniger, ne? 200 Watt nur. Ja, ja. Musst du rausnehmen. Rausgenommen. Mhm. Ja. Also, ja, Strategie, ja. Genau. Genau. Und noch zu dem EBM. Das rückwirkend betrachtet, ist ja voll aufgegangen. Ne? Von ja. daher, jetzt scheiß mal auf das Ergebnis hier. Hat perfekt gepasst. Ja. Und zur Strategie, die ist für mich gerade einfach nur überhaupt mal auf dem Korn sitzen und fahren. Da war jetzt so viel mit Umzug und allem hin und her und die Geschichte geht ja auch noch weiter, dass ich auch gar nicht so richtig den Kopf gerade frei habe, mich auf die jetzt fest 2 oder 3 Mal im Sommer auf den Trainer zu setzen und mir da eine Kante zu geben. Von daher geht meine Saison so lange, wie ich Bock habe. Mal gucken. Ich liebäugle mit Leipzig, mit Neuseen-Marathon, GBM hast du gesagt. Und grüß dich. Und mal gucken, was einfach sonst noch in der Nähe ist und wo ich Lust und Zeit habe. Und dann werde ich irgendwann aufhören und werde das wahrscheinlich genauso unkoordiniert machen, wie die ganze Saison dieses Jahr gelaufen ist. Und vielleicht so alles läuft, wie ich mir vorstelle, werde ich dieses Jahr wahrscheinlich erst Mitte Dezember langsam in die neue Saison starten. Okay. Genau. Wie ist es bei dir? Für wann hast du es geplant? Naja, bei mir gibt es einen ganz festen Plan. Also ich habe schon soweit alles eigentlich fertig. Ich mache, sobald ich von Baden-Württemberg, von meinem Arbeiten wiederkomme, also Anfang Oktober, fange ich wieder an mit Trainieren. Krass. Ich habe also definitiv das Ziel, noch weiter hochzukommen. Für die neue Saison fängst du im Oktober an, wie die Profis. Das ist Zufall, das ist Zufall. Aber weil ich ja dann eigentlich keine Rennen mehr fahre. Also außer es wäre noch irgendwas im Oktober, das würde ich noch fahren. Also aber Trainingspause dann, machst du gar nicht jetzt, dass du mal sagst, 4, 6, 8 Wochen, das ist vollkommen egal. Doch, jetzt. Okay, du bist ein Cheater. Du warum? Cheatest nicht Fahrradfahren mit extrem viel am Pferd arbeiten. Ach so, ja. Ja, natürlich nehme ich mein Fahrrad mit nach Baden-Württemberg und roll da so ein bisschen rum. Ja. Ich will in Baden-Württemberg wieder viel laufen. Also ich denke jeden zweiten, dritten Tag so 10, 15 Kilometer einfach für die Figur. Und dann quasi wieder mit Radfahren anfangen. Ja. Aber ich nehme natürlich das Rad mit, so ein bisschen rumrollen, klar. Ja. Du, ich meine jetzt tatsächlich so wirklich Trainingspause, dass du sagst, jetzt mal ein bisschen Ruhe für deinen Körper. Dachte immer, das ist der Sinn von Saisons oder von Trainingspausen. Machst du dann gar nicht so richtig. Aber das mache ich ja gefühlt. Also ich bin ja jetzt gestern und heute zum Spaß, weil ich Lust hatte, ja. Habe aber die ganze Woche nichts gemacht, mache auch jetzt diese Woche wieder. Ah, okay, du bist jetzt schon. Ja. Also ich bin jetzt quasi raus und nur so, ja, wie ich Lust habe, fahre ich. Und das ist für mich Pause. Also so definiere ich meine Pause. Okay, okay. Ja.
Ja, von daher, du mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Oder wo es Gerade hingeht. ist Es ein hat ja gelbes dieses Jahr. Warnlicht angegangen. Und zwar der Zielschluss. Wenn ich das Ja, richtig das in ist krass. Erinnerung habe, 2 Stunden Was ist für die angegangen? erste Runde. Licht? Ein Warnlicht in meinem Kopf. Ach so, im Kopf. Ich Ich habe habe jetzt jetzt gedacht, wo waren da jetzt Licht? Ich habe da gar nichts Ach gesehen. so, gut gemeint richtig. die Hälfte der Strecke. Noch nicht ganz. Und das ist halt schon krass, Und schon wenn du 54 überlegst, ich Minuten. bin. Ja. Tschüss. Das könnte also knapp werden. Ach, das sagt dein Kopf. Ja, genau. Also, um es jetzt zusammenzufassen: 2 Stunden, 30 Kilometer, 800 Höhenmeter oder was das war. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, Ähm, ja, ja. und ich bin halt jetzt, gut, Höhenmeter sehen wir jetzt gerade nicht. Aber ich bin bei 30 Kilometern und 55 Minuten. Das ist Das ist nah an der Grenze zu, halt, dass ich den Zielschluss gar nicht schaffe. Obwohl noch gar nichts vorgefallen ist. Weder Panne noch irgendwas anderes. Also, da siehst du schon, dass das hier ganz schön straff organisiert ist. Beziehungsweise auch für sehr schnelle Leute ausgelegt ist. Also das ist jetzt nicht für, gerade wollte ich sagen, oh, jetzt kommt der Das erste war Steinbiker, das 30er. wird der Wahnsinn. Anton gewesen sein, schätze Ach, ich genau, einfach der mal Anton als war. Mensch. Ich dachte, hey Mensch, Elias sieht doch gar nicht so aus. Aber ja, jetzt nach dem EBM kenne ich ihn ja auch vom Sehen her noch besser. Das war der Anton, genau. Der hier. Genau, der mit den langen Haaren oder längeren gelockten Genau, Haaren, richtig, richtig. der ist Kurzstrecke nämlich gefahren, das habe ich Über gelesen. 20% schneller. 25. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ist weg. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach so, das Rennen ist Hey! aber dann wirklich für Schnellere ausgelegt, das muss man wirklich sagen, weil 2 Stunden, das würde ich glaube ich gar nicht schaffen, wahrscheinlich. Beziehungsweise halt zumindest die 60 Kilometer sind für schnellere. Ne? Ja, genau, ja. Ist natürlich auch eine Entwicklung, die ich jetzt erst wieder gesehen habe beim EBM, ne? Wenn du überlegst, dass die 70 und die 100 Kilometer teilweise also auf eine Runde gesehen schneller waren als die 40er. Jetzt. Was geht denn dort Und? ab, Habt ne? ihr was zu trinken? Ja. Ich liege auf Sina. Übelst geil gemacht. Ah, oh, danke schön. Bitte. So, der Apfelsine rein. Zack. Gibt es jetzt im Sommer Apfelsinen schon? Das ist ja cool. Hat die auch geschmeckt, Christian? Weißt du wahrscheinlich nicht Das weiß mehr. ich schon mehr. Du, aber ich glaube, nach einer Stunde fahren schmeckt dir alles. Schmeckt ja. Ja. Cool. So, und weiter geht's auf die Reise. Hälfte, nee, Hälfte ist immer noch nicht geschafft. Aber es geht gleich besser. Man sieht es hier. Boah, werde ich jetzt überholt? Der sagt mir jetzt gar nichts. Ich weiß nicht, ob der vorher da gestanden hat. Der mit der Flasche, der hatte mich vor, Das habe weiß ich nicht, noch gesehen, ja. Viertelstunde oder Aber so. Das muss der der gewesen hier, sein. den hatte ich jetzt nie so auf dem Schirm. Ja, das ist schon ein Stück länger her, dass der an mir Vorbei ist. vorbeigefahren Ja, war. okay. Darf ich die Ja, genau, Runde also wieder diesen. mitfahren? Ausnahmsweise, hä? Nee, nee. Ja, begeistert hat er nicht geklungen. Nee, da klang jetzt. Christian kommt voller Elan an. Darf ich eine Runde bei dir mitfahren? Nee. Ja, genau so. Ja, genau so war es. Ah ja, dann hängst du dich jetzt. Oh, jetzt geht's ja gleich wieder bergunter. Da ist er eh weg. Pass auf. Ich Also gar nicht. laut Höhenprofil zumindest. Ja. Sagt's. Aber es ist zumindest zu erwarten, wenn ich jetzt 100, wenn ich plus 200 Watt fahre, dass ich mir denke, kurz vorm Berg runter. Danke. Ja. Gerade drüber gesprochen. Ja. Und ab in den Trail vorbei. Jetzt kommt wieder Christians große Liebe. Ja, ne, wenn das so flowig ist, dass du wirklich halt da schön rollen kannst, na, das Ah, macht da hinten einfach kommt eine Spaß. 30er. Wollen wir die filmen? Was kam da hinten? Die 30 Ich lasse Kilometer, die die da nächsten vorbei. schnellen. Hast du schon. Ja, die kommen nicht.
Ich glaube, hier habe ich mir eine sehr gute Zeit versaut, weil ich halt ein bisschen gewartet habe. Das sind ja alles Segmente. Und auf so einem Berg-Runter-Segment bin ich ja eigentlich schon immer so in dem Modus. Aber weißt du was? Wenn es den Berg hoch nicht klappt, dass du dir, dass du mit vorne dabei bist, kannst du noch zumindest bergrunter ins Traber wieder sein. Ja. Aber da muss halt auch ich so committed sein. Aber guck mal, das macht ja jetzt Spaß. Also das. Ja. Das sieht jetzt ganz cool aus. Ich drück ja dann auch durch die Kurven durch. Das geht zwar nicht. Ach so, ich wollte dich jetzt gerade wieder. Weil das ist halt echt ein Unterschied, ne? Wenn du dich so in die Anleger reinhaust, dass du schneller rauskommst, als du reinfährst. Das, guck mal auf den Puls, der ist auch wieder bei 180. Und das kannst du halt auch steuern, indem du halt einfach nur durchfährst. Ja. Ne? Und da halt nicht so viel Energie verbrauchst. Ja, stimmt. Du bist hier eher auf Attacke wieder. Ja, ja. Weil 100. Es hat halt Spaß gemacht kurz, ne? Ja, ja, ja. Da ja. War der Kopf kurz aus. Und dann muss ich mich da selber wieder erinnern. Ah, halt, Moment. Und wieder einen gesunden Kompromiss finden zwischen Energie verschwenden oder verwenden, aufwenden und halt Geschwindigkeit. Ja, ja, ja. Ansonsten, das ist vom Niveau her was, wo ich sage, das kannst du jedem Cross-Country-Fahrer zumuten. Einfacher Trail, ne? Also du hast wenig Wurzeln, das Einzige, was du hast, ist Anlieger, es geht aber auch jetzt nicht steil. Du hast jetzt auch keine schweren Steine oder so ein Zeug im Weg. Das ist geil, das ist richtig geil. Solche Trails, wunderbar. Das muss ich sagen, das kann da gern drin sein. Genau, das war letztes Jahr hier, wo ich mit 800 Watt rechts, rechts, rechts und vorbei gedüst bin. Ja, genau, das weiß ich noch. Solche Trails wie der könnten viel mehr drin sein. Ob die dann berghoch oder bergrunter gehen, das ist mir am Ende Wurst. Ja. Aber das ist was, wo ich sage, das passt sehr gut zum Ui, Eieieiei. Ui, das war der Elias. Ah. Der fährt jetzt wieder für Scott, weißt du? Richtig geil. Ah. Sehr aber gut. Die geben sich ja richtig hier hoch. Hübs-Sorte. Das sieht nach Mädel aus. Wahrscheinlich schnellste Mädel. Auf die 30, oder muss ja eigentlich so sein. Na, weiß ich nicht, ob die 30er war, mit den Jungs von vorne. Weil die Jungs sind ja nochmal anders vorbeigefahren. Obwohl, ja, nee, hast. Aber dann wäre ja 60 mit dir gefahren. Kann gut sein. Ich meine, guck, der ist ja auch gerade wieder vorbeigekommen hier. Ja, den ja. Ich vom Berg runterstück geschnappt hatte. Ja. Ja. Ja, also ich hier... warte, dass der Christian seine 800 auspackt, aber das ist heute nie so. War ein Spaß. Ja, ja. Nee. Das war hier, also ehrlich, zu der Zeit ging mir ja schon im Kopf rum, ey, wie soll ich denn noch 45 Kilometer fahren? Also. Du siehst ja jetzt der Puls auch schon wieder bei 178. Ich dachte mir so, eieiei, das wird heute eine ganz schwere Nummer. Dann kam dir quasi der kommende Schaden vielleicht gar nicht so ungelegen. Nee, das war perfekt, so wie es gewesen ist. Obwohl, nee, so kann man es ja auch nicht sagen, weil ohne ja, doch. Schaden wäre schöner gewesen. Naja, ehrlich, so war halt die Sache gegessen. Ich war keine zwei Runden. Und ich glaube, ich hätte mich halt auf die zweite Runde gequält, ne? Muss ich dir ehrlich sagen, weil ich hab's mir vorgenommen, dann fahre ich es auch. Aber dann hätte ich vielleicht wieder meine Sehne. Obwohl, ja, stimmt. Ist, deswegen sage ich. Das ist für was gut, ja. Naja. Ja, das ja. War schon richtig gut so. Und hier habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal die Beten geschnappt. Das ging ja dann wieder kurz berg, oder geht es kurz wieder bergunter. Ja. Und ich dachte so, ah komm, weißt du was, fährst du Windschatten. Aber sobald ich halt bergunter die Bremse betätigen muss. Nervt denke ich immer so. Nee, warum? Ich muss da keine Zeit verschenken. Ah ja, ich weiß was. Ich weiß, was du denkst. Come on. Und los geht's hier. Ja. Genau, es gibt eine zweite Linie und let's go. Ja. Wobei, da bin ich jetzt auf deine Herzfrequenz mal gespannt, ob die da jetzt auch hoch geht. Oh ja, die geht hoch. Ja, ja. Und jetzt muss ich hier springen, ne? Ich bin halt die linke Linie gefahren und hier musst du drüber springen. Ich sehe hier. Ach, geil. Aber das ist ja ausgefahren hier. Du fährst ja in so einem ausgefahrenen Ding. Irgendwo war hier was. Ich hab's bis jetzt nicht erkannt. Vielleicht im nächsten Downhill jetzt.
Oh, jetzt bist du aber hier, guck, gerade eben haben wir noch gesagt und jetzt pushst du aber hier ganz schön hoch. Ja, ja, ne, weil jetzt war ich halt so daneben und ich dachte, scheiße, jetzt muss ich schon vorbei, dass sie mich den Berg hoch nicht wiederholen. Ja. Ne? Einmal drin, dann musst du auch dranbleiben. Ja. Bäh. Bäh. Ich habe eine Fliege verschluckt, glaube ich. Oder? Oh, da kommt einer zurück. War der im Rennen? Das sieht so aus, so. Der hat eine Nummer dran. Hm. Also. Der hat wahrscheinlich auch gedacht. Hm. War schön, fahre ich nochmal. Ja, ja. Für mich nach Kilometer 15 beendet. Ja. Also, es war ja auch sehr cool, dass das Rennen überhaupt stattgefunden ist oder stattgefunden hat. Denn die Organisatoren hatten auch richtig Probleme, weil dann ein paar Leute ausgefallen sind, das haben sie danach gesagt. Und die waren, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt zu 10 gewesen sind. Also da nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Es muss ja, ja trotzdem alles auf die Reihe kriegen, ne? Dass die Leute an den Verpflegungsstationen stehen, ja, und zumindest, ja, irgendwie an ein paar schwierigen Stellen. Und die haben da auch richtig zu ackern gehabt. Also vielen lieben Dank nochmal. Und deswegen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, wenn euch das Rennen vom Prinzip her vielleicht gefällt oder ihr sagt, okay, Mensch, hier, wenn da was anders wäre, dann würde es mir gefallen, schreibt es denen gern. Die haben da ein offenes Ohr. Die haben auch richtig Bock drauf, das Rennen weiterzumachen und fragen sich halt, weil sie jetzt von den Teilnehmerzahlen her weniger dieses Jahr hatten als letztes Jahr, Mensch, okay, was können wir vielleicht irgendwas verändern, dass es für uns besser weitergeht. Ja. Das war jetzt auch ein kleines, schönes Stück bergab und so scheint es jetzt so ein bisschen hin und her zu gehen. Das ist cool, sowas, ne? Ja, ja, das, ja, ist halt Cross-Country durchs, ja, Gelände oder durchs Land, heißt es ja, ja, Cross-Country. Ja. Oh ja, nee. Und nochmal zu dem Lenker zurück, ne? Ich meine, okay, der ist halt 6 Gramm schwerer. Das war auch schönes Carbon, aber halt kein Tune. Aber der hat einen Upsweep, den Backsweep. Und seit ich das Ding habe, habe ich keine tauben Hände mehr und habe wesentlich weniger Schmerzen, beziehungsweise gar keine Schmerzen mehr in der Schulter. Also direkt, cool, beim Fahren. Es ist viel, viel besser als der Lenker vorher. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist das erste Mal, dass so ein Komponentenwechsel, den ich gemacht habe, also so krasse Ergebnisse im Fahrunterschied hat. Das, und da wird selbst gesessen. Und Aero-Position habe ich so auch noch nie gemacht. Aber das ist doch cool, wenn du da eine Lösung für dich gefunden hast, die dir sogar körperlich deine Probleme, ja, nimmt. Ja, richtig. Das ist mega, muss ich sagen, cool. Ja. Ich meine, das sieht halt nicht ganz so racy aus, weil das so eine Riserbar ist. Ja. Aber gut. Ja, ganz ehrlich, halt so. Hauptsache dein Körper funktioniert damit. Also, ja, ist ja völlig wurscht, wie es aussieht in meiner Welt jetzt. Aber guck mal, hier geht's, ja, aber schön runter. Ja. Das ist jetzt wieder was von Christian hier. Ja, genau. Da musst du jetzt nicht so viel überlegen. Und auch nicht so viel leisten. Ne? Der Puls ist mal ein bisschen niedriger. Ja. So mit 150, das ist sehr angenehm. Ja, hier geht's gut ab. Ich bin gespannt, wann Schaden kommt. Naja, in 6-7 Minuten. Achso. Ich glaube 1,12 war es. Also noch dieses letzte. Es geht ja ein bisschen hoch und runter. Ja. Wir brauchen ja dann noch die. Hast du es drauf gelassen im Video? Ja, ja. Okay, also es müsste Pong wieder gehen. Achso, ja, 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 ja. Und ich habe auch, das ist gar nicht rausgeschnitten. Ich erzähle halt dann, und. Oder habe ich? Warte mal. Nee, Quatsch, na klar, ich meine, ich habe es zusammengeschnitten. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich witzig zusammengeschnitten. 6-7 Minuten geht das oder sowas. Ja, okay. Muss mal gucken, ob wir das rausschneiden. Nee, das lassen wir drin, das ist doch witzig. Mal gucken, was du erzählst. Vor allem, wie lange hast du gebraucht für den Wechsel? Also, das musst du ja dann nochmal erzählen, warum. 40 Minuten. Boah. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt überlege ich gerade. Nee, das war nicht das Rennen, wo ich 10-mal Luft geholt habe. Diesmal nicht. Das war das letzte. Ich habe so viele Rennen jetzt gehabt, wo irgendwer schon ein bisschen mit dem Reifen passiert ist. Immer, ja, das stimmt. Hm.
Aber ich denke, jetzt habe ich wirklich eine gute Lösung gefunden und es ist halt echt so mein Gefühl gewesen, ne? Weil ich die Reifen ganz häufig jetzt nach auf Gefühl aufgepumpt habe und an meinen Standpumpen die Manometer nicht so richtig, also was heißt nicht so richtig, die zeigen einfach Scheiße an. Ich habe zwar so ein digitales Manometer, aber das habe ich einfach nicht mehr benutzt und okay, wenn du dann halt denkst, du pumpst 1,8 rein, aber es sind 1,2 drin und du hast dich gefühlsmäßig dran gewöhnt, ja, so weich, das ist 1,8. Ja, deswegen ist der Mist halt immer entstanden. Ja, das ist schwierig. Ich habe übrigens neulich bei uns einmal auf dem Hof gehabt, der macht das bei unserer Pumpe hier, also bei unserer Heizungspumpe. Ah. Und der hat gesagt, die Dinger gehen alle falsch. Und der hat zum Beispiel das mit dem Auto gemerkt, hat gesagt, Mensch, mein Auto, das schlingert so, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und das ist der letztes Jahr gewonnen hat. Ja, und den habe ich, das war glaube ich der Sutter. Und dem habe ich das aber auch gleich mal gesagt, weil, gut, man sieht es jetzt hier, hat das Video nicht so schön gefahren, aber er hat sich halt übelst durchgedrängt. Du bist klar schneller, aber sag was an. Ich dachte, er hat es nicht gesehen, bitte. Ja. Das war, kannst du halt im Lizenzrennen machen, ne? Aber wenn ich einen Berg runter so eine halbe Linie überholt werden, dann bremsen muss, weil sich jemand durchdrängelt, hat im Hobbysport für mich nichts zu tun, ohne anzusagen. Deswegen habe ich mir hier die Watt mal jetzt kurz rausgenommen. Das siehst du halt auf der GoPro, muss ich sagen, nicht so richtig, weil es so einen weiten Winkel hat, aber ja, da waren zwei Linien, ich bin halt in der Mitte gefahren, weil das für mich bequemer war. Das darf ich vorne. Wenn du dich dann so innen durchdrängelst, drängeln wollen, hätte ich auch wieder auf den Gashahn gedrückt. Und das... Nee. Wie gesagt, im Lizenzrennen kannst du das machen, da ist das vollkommen legitim, aber hier war es mir eine Ermahnung wert, auch wer bin ich, ne? Also, ich habe es in dem Moment einfach so empfunden, fertig. Und ja, dann dachte ich mir aber. Was hast du gesagt, ne? Er hat gesagt, ja, ich dachte, du hast mich gesehen, ja, vollkommen egal, ob ich dich gesehen habe oder nicht. Du bist hinter mir, bis du was ansahst und ich habe keinen Rückspiegel dran. Ich habe mir dann nochmal gedacht, ah komm, weißt du was, das ist nochmal was zum Filmen wert, die beiden Jungs. Und ich wusste auf der Geraden oder leicht bergab, da kann ich schon mitfahren und das siehst du hier, da haben sie sich auch verfahren. Ah, das, da lassen dann aber, ist dann sehr fair. Ja, na klar. Und er hat gesagt, komm, auf geht's jetzt hier, ne? Und ihm habe ich jetzt, er fährt Nord hier, ne? Und ihm habe ich auf dem Reifen geguckt, ich habe gesehen, wie hart der Reifen war. Und ich wusste ja, dass meiner viel weicher ist. Ich dachte, boah, ey, wie ballert denn der hier durch, ne? Da hat er noch viel weniger Grip. Und jetzt siehst du hier, der Puls bei mir 100, was ist gerade, 187. Aber der fährt ordentlich bergab, ey. Der fährt richtig gut, ne? Also hier Hartel, und Junge, ich dachte mir so, okay, dranbleiben. Einfach zur Show, ne? Das war jetzt... Ja. Das ist schön, dass du es zum Filmen gedacht hast, da bleibe ich jetzt dran. Und ich habe es natürlich jetzt bezahlt, ich glaube, das hat jetzt schon gerade wieder geplumpt. Und dann ging die Pampe halt langsam raus. Boah, das ist aber auch jetzt wieder was härter. Jetzt Bong, das war irgendwas. Und hier habe ich gemerkt, wie der so geschlingert hat und komisch geklungen hat. Tschüssi. Ja, das war mir eine Ehre. Wahrscheinlich gleich was sagen. Obwohl du mit den schnellen Jungs locker mitfährst da runter, ne? Naja, kurzzeitig kann ich das schon, ne? Also die Reserven hatte ich schon noch, aber das kannst du halt nicht machen, wenn du 3 oder 4 Stunden fährst. Für euch doch gern. Für euch doch gern, das war... Gut, das war fürs Filmen, hast du das gesagt, ne? Genau. Oh, der ist ja komplett leer. Dass die Milch unten angekommen ist. Der war ja... Ein Schlauch rein. Okay, wir hören mal zu. Wir kommen auf jeden Fall mit einem guten Setup näher. Gut, Zettel, ja. Hä? Ich geb doch noch an, dass wir ein Problem haben. Ja. Es geht. Hast du gehört? Ach, da hängt ja die GoPro, habe ich gerade gesehen. Ich kann den Reifen wechseln. So. Und ich dachte, ich habe es schnell gelöst, ne? Einfach nur aufpumpen, dann habe ich gesehen, ach scheiße, der hält nicht dicht. Ich muss also... Ich habe eine CO2-Kartusche mit. Na komm, das gebe ich mir erst. Und dann dachte ich, okay, ich wechsle jetzt sofort und mache einen Schlauch rein. Dann habe ich aber CO2-Kartusche gesehen. Dachte geil, und jetzt siehst du, jetzt läuft das ja immer noch raus.
Also ist auch ein Thema, welche Milch fährst du? Und ich hatte die normale Stance. Nee, alles gut. Ich bin nicht so begeistert von der. Also das hätte ich eigentlich schon erwartet, dass das mit Milch zumacht, muss ich sagen. Aber du hast nie die Race Sealant, oder? Die Dicker. Nee, die hab ich jetzt normale. Von dir. Das die genau, normale. Das war die normale Stance. Also ich glaube. Alles gut. Das alles war hier gut. Henker wieder. Gehört auch bei mir dazu mittlerweile. Ach Gott. Ich glaube sogar, das war da, Marcel. Du auch? Warte, Michael, jetzt bin ich wieder verwirrt. So, Michael, hast du vorhin gesagt. Ja, genau, Michael. Ich glaube, das war doch Michael. Nur wenn du so einen Dorn hast zum Reinschieben. Hier kommt der Nächste und fragt, brauchst du was? Und der war aber auch... Ich hoffe, der hat das wiederbekommen. Ne? Ich habe das dann am Ende abgegeben. Danke. Ach, der aber hat so einen Maxalami oder was? Ja, welche genau. Und ey, mit dem bin ich ja gar nicht klar gekommen. Und ich habe ihn hier nach der Nummer gefragt, dass ich es halt zuordnen kann oder zurückgeben kann oder ihn rausfinde. Geil. Ich habe es nicht rausgefunden. Mit sowas habe ich noch nie gearbeitet. Am Anfang ging es auch. Du hast da an der Seite den Schaden. Ja, danke. Zwei hatte ich tatsächlich. Ach, zwei? Okay. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist ja übelst. Ein richtiger Sackgang, ja. Nee. So, und du siehst, ne, bei 1,12 war der Schaden. Jetzt sind wir schon bei 1,20. Die ersten 8 Minuten sind um. Noch sieht es sehr gut aus. Und ich dachte, boah, geil. Hält dicht. Nice. Rein damit. Hab noch einen Reifen gepflegt. Gute Fahrt. Aber die Leute sind wieder ja. Sehr freundlich, ne? Das muss man jetzt wieder. Ich wirklich ein Problem kriegen mit dem Zielschluss. Ach, da hast du noch nachgedacht. Wahnsinn. Ich hab's gesehen, wo ich mit den zwei Jungs jetzt gefahren bin. Der hat noch mehr Luft drin. Ich hau jetzt hier auch noch was drauf. Du kommst hier bei so einer Strecke, muss ich ehrlich sagen, 2 bar hinten. Ist natürlich Quatsch, ist von meinen falschen. Jetzt plötzlich mal nach. Ja, du bist ja von deinem falschen. Ja, GoPro, was baut denn ihr? Was bitte baut ihr? Warum nimmt das eigentlich in 4K auf? Ich hatte das alles eingestellt. Gut, jetzt hast du aber den Zielschluss damit abgehakt, denke ich, wenn du das mit der Kamera machst, oder? Weil du gerade eben gesagt hast, jetzt wird es mit dem Zielschluss eng. Kamera. So, habe ich alles. Ah, guck mal, jetzt sind es 1,29. Was für ein Ding ist denn hier drin? Ich hatte ja auf dem letzten Gang gewechselt wegen Rad raus, weißt du? Ja, logisch. Aber die Geschichte war ja noch nie vorbei. Also der Reifenwechsel ist noch nicht beendet. Ach so. Weil dieses blöde Loch halt wieder aufgegangen ist. Also das an der Seite. Das ist zwar jetzt dicht gewesen, aber dann hatte ich noch eins, was die Milch dicht gemacht hat, aber halt auch nie wirklich. Okay. Das habe ich halt jetzt erst hier gemerkt. Und dann stand ich in einer halben Minute wieder. Und wieder komplett leer. Ja. Dass du das dann nicht weiterfahren kannst. Ja, okay. So, hinten die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Da wusste ich dann, dass die Kamera wirklich eine. Also, die ist Macke hat. Ja. Okay. Und das war dann schon ganz schön frustrierend. Und ne, wenn du also gerade so hier stehst, du hier 20 Minuten rum. Dann noch die Kamera dazu und ich dachte mir so, oh scheiße Mensch, das war so cool, eine so schöne Idee, da einfach mal hinten raus zu filmen, das funktioniert nee, dann der Reifen jetzt zum zweiten Mal wieder leer und ich dachte so, Mensch ey, das da funktionieren, ne? Hat dann nicht so viel Spaß gemacht und hier ging das mit der Salami, ne? Ich weiß nicht. Ich hab keinen Plan. Ich muss mir mal ein Tutorial angucken, wie man das macht. Ich habe wirklich keinen Plan, es tut mir leid. Dann an diesem Reifen da rumgewuchtet. Ganz anders funktioniert. Ich habe die irgendwie immer wieder mit rausgezogen. Die hat nicht gehalten da drin. Ach, und dann ging die gar nicht mehr richtig rein. Aber die erste hat ja funktioniert. Und dann habe ich versucht, das irgendwie hier. Wieder, was er will. Gutes Teil. Hast du jetzt Qualitätskontrolle haben sie. Hast du jetzt wenn du eine kaputte GoPro einschickst, die einen kaputten Bildschirm hat, dass du sie nicht bedienen kannst? Und was kriegst du zurück? Also ich war eine GoPro, die sich alle 3 Minuten neu startet.
Ich war richtig on fire, was die GoPro anging. Ja, na gut, das denke ich mir, das wäre ich Mal auch gucken, wie gewesen. viele Fehler GoPro 10s haben. Mal gucken, wie viel man noch so geschickt bekommt. Hast du jetzt ein Das ist sowieso Tutorial schon mal hässlich. angeguckt, wie das jetzt geht? Aber Weil da heute. kannst du ja unseren Zuschauern mal sagen, auf Mensch, was sie achten ich müssen bin oder noch noch nie zu doof. gemacht. Okay. Sagt Janni Also. ja. Sagt Janni ja. Ist mir schon klar, dass man das besser machen kann. Das Ich interessiert mich weiß auch. Das eigentlich muss ich nie. nachher gleich mal angucken, wie das geht. Weil ich habe ja Ich. auch mir einen gekauft. So, ich mache mir die Also Kamera hast du aus, so kannst du den eine? halten. Oder ach, ist eigentlich. Das Genau. letzte Mal hatte ich Tja, oder hatte jeder lernt der andere Sachen im Michael, das war Weltraum, eine ne? Und ich Lesine. lerne halt Und das Ding, das hat irgendwie komplett richtig einen anders funktioniert. Das hast du nur Reisenflug, was weiß reingestochen, ich. irgendwo drauf gedrückt und das blieb drin. Das ist Okay. mir jetzt hier Hier, die wirklich Salamis funktionieren wieder anders. schleierhaft, muss ich ehrlich sagen. Und wir können dann gleich mal über das Thema Reifenwechsel und was man da so machen kann, reden. Ich war jetzt auf jeden Fall, 1,40 haben Ja, wir da jetzt, sollte es also 28 Minuten, nachdem ich wegen dem Schaden angehalten habe, so weit, dass ich doch einen Schlauch reingezogen habe. So, und du siehst hier Ja, das also Wechseln. Schlussfolgerung jetzt, was meine Reifenpanne angeht. Je mehr Möglichkeiten du hast, wie du das Zeug flicken kannst, desto mehr musst du wissen, wann du was machst. Bei mir ist es tatsächlich so, das waren irgendwie mehrere und das siehst du gar nicht sofort. Und jetzt in meiner letzten und dieser Reifenpanne, wie viele CO2-Kartuschen da reingegangen sind. Zehn Du kannst ungefähr. halt meiner Ansicht nach am Anfang nur eine CO2-Kartusche reinhauen, guckst, ob das sofort wieder dicht ist, und wenn nicht, würde ich jetzt das nächste Mal sofort einen neuen Schlauch reinmachen. Okay. Halt, das kann man noch hoch machen. So, fahren wir noch ein bisschen, oder? Ja, also jetzt ist ja 1,50, ne? Also das Reifenwechsel hinten hat mit Aus- und Einpacken und allem 9 Minuten gedauert oder sowas, ne? Ich habe jetzt von 1,12 bis 1,50, also rund 40 Minuten rumgestanden und ewig halt hin und her probiert, ne? Die Kartuschen, die kosten ja auch alle ein Stückel und waren eigentlich total sinnlos. Oh, das letzte Mal sind die Kartuschen vollkommen sinnlos gewesen und ich weiß nicht, so eine Kartusche kostet 2 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, klar, aber wenn halt am Ende kein Ergebnis hast, naja, also Geld aus dem Fenster werfen musst du auch nicht. Deswegen habe ich jetzt keine Kartuschen mehr mit. Auch weil ich finde, du kommst an der Pumpe nicht vorbei. Die ist viel flexibler. Das habe ich ja im letzten Rennen gesehen. Ne, niemand eine Kartusche hatte oder ach hier, ich habe zwar eine Kartusche, aber die ist leer. So eine Pumpe geht einfach immer. Und dann kannst du immer wieder aufpumpen. Und so eine Pumpe wiegt jetzt ungefähr 150 Gramm, so eine kleine oder 200, was weiß ich. CO2-Kartusche ist mit Halterung genauso schwer. Und wenn sie 30 Gramm leichter ist, ist zwar nett, aber das ist irgendwie genauso, also die gleiche Gewichtsklasse. Das Schnellste ist, glaube ich, wenn du immer eine Kartusche hast, dass du wirklich am Anfang sofort erstmal einfach die Luft reinpumpen kannst und vielleicht macht die Milch dann das Loch dicht durch deine Unterstützung. Dann bist du in einer Minute fertig oder in 2 Minuten und verlierst wirklich wenig Zeit. Wenn das dann nicht funktioniert, na, dann brauchst du trotzdem noch einen Schlauch, weil wie viele CO2-Kartuschen nimmst du denn mit? Und es wiegt, also die sind ja auch schwer, die sind ja, glaube ich, der schwerste Teil an dem Ganzen. Ja. Oder? Ist das so, Ja, Hendrik? ja, Ich ja, weiß gar nicht genau. definitiv. Nicht mehr. Oh, verklatscht ja. Ja. Ja, von daher bin ich jetzt zu der Erkenntnis gelangt, es führt kein Weg an der Pumpe vorbei, nach all diesen Hin und Her. Und ein Schlauch auf jeden Fall. Und dieses ganze Zeug mit Dornen oder sowas, ich mach's nicht mehr. Das irgendwie ist. Also das hat zu häufig nicht geklappt. Und dieses Mal habe ich 2 Kartuschen reingehauen. Und das Problem finde ich, oder das größte Problem finde ich, du siehst gar nicht alle Löcher. Und du siehst die Löcher halt dann nur, wenn die Luft wieder rausgeht. Und dann verballerst du jedes Mal so eine Kartusche. Und das. Macht keinen Sinn. Ja. Also tatsächlich, ich denke jetzt, das Schnellste ist, wenn du keine CO2-Kartuschen mit hast, okay, pump halt immer schnell auf. Und wenn du dann merkst, du kriegst das Ding nicht dicht, sofort einen neuen Schlauch rein. Halt vielleicht innen gucken, dass du kein, dass kein Dorn drin ist, dass du da zumindest mal kurz mit der Hand lang fährst. Und dann ist es meiner Ansicht nach die sicherste Variante, um während des Rennens den Reifen zu wechseln.
Ja. So, ich die ganzen anderen Sachen, die sind zwar nett, aber die musst du halt alle mitschleppen. Und ob es dann funktioniert, ja. Also mir ist es Erfolgsquote 50%. Ja, 250 Höhenmeter. Also, ist mir zu unsicher. Und 7 Minuten bis zum Zielschluss. Und jetzt kommt, das wird nichts mehr. Hast du jetzt nochmal Gas gegeben im Vorfeld oder hast du jetzt einfach gedacht, okay, einfach heimkommen? Weil du bist ja nochmal richtig eskaliert, zum Beispiel, wenn man die Mirigidi Bike Challenge sieht. Da bist du ja nochmal richtig Attacke dann gefahren. Die Wackelübelst, ja? Ich glaube, ich habe es probiert. Okay. Aber war ehrlich, es war gar nicht so viel da. Okay. Die Wackelübelst. Die Cam. Aber ich habe es dann hier als Test genommen. Und hier war mir das aufgefallen, das war ja das gleiche Thema wie bei dir. Ich glaube, die Halterung hat mir zu locker dran und dadurch konnte die Kamera zu sehr wackeln. Ach, das war die mit dem langen Akku. Also mit dem großen Akku drauf. Nee. Aber wir hatten doch bei der Mirigidi Bike Challenge beide das Problem, dass das so arg gewackelt hat, obwohl wir die Stabilisierung anhatten. Ja, weil das war Herzfrequenzsensor hängt. Ich bin gespannt, wie jetzt die Videos vom Stoneman sind. Weil da habe ich ja wieder das alte System von früher. Oh, jetzt hat er wieder Spaß, der Christian. Hier hat Spaß, ja. Das sieht schön aus. Das war auch, das war ein sehr schöner Trail. Der geht jetzt hier noch 2-3 Kurven. Electric Train. Die Electric oder sowas, ne? Ja. Und kurz hier berghoch. Und das ist auch das, was wir letztens mal so abseits der Kamera geübt haben, mit diesem, dass du so den Schwung mitnimmst. Ja. Unser nächster Stein. Ja, man hat was gehört irgendwie. Quatsch, das war gar nicht der Trail, den ich meinte. Na, der kommt gleich noch. Aber der ist auch okay hier. Also das sind alles so Trails, wo ich sage, okay, die kannst du halt langsam fahren, ohne dass du dir wehtust. Und die kannst du auch schnell fahren. So hat jeder seinen Spaß. Und das ist einfach immer noch im Rahmen XC zu fahren. Ja. Aber wie findest du das jetzt verglichen mit der Steilabfahrt beim EBM? Weil das ist ja schon nochmal trotzdem was anderes, wie jetzt so ein Trail. Die Steilabfahrt ist ja eigentlich kein Trail. So nee, was willst du das vergleichen? Mit den ruppigen Trails oder mit dem jetzt? Nee, insgesamt so von der Strecke her. Wenn du jetzt sagst, ist jetzt sowas zu hart für so ein Rennen oder... Weißt du, bloß deine Einschätzung jetzt, wo du das erste Mal das gefahren bist. Ja, ich merke noch den Druck hinten. Das gehört halt hier dazu. Das ist einfach so. Du meintest jetzt einen Reifen, oder? Genau, ich meinte den Reifen. Weil ich habe dann halt hinten, jetzt sind es so vielleicht 1,7, 1,8 mit Schlauch. Und Schlauch ist halt nochmal härter, als wenn der Typ das fährst. Ich überlege gerade, Steilabfahrt. Ich bin sie auch nicht gefahren. Also ich bin sie davor halt zum Trainieren gefahren. Aber bin sie im Rennen bewusst nie gefahren, weil ich erstens davor einen Fehler gemacht hatte und dachte, jetzt fühlst du dich gerade nicht so gut. Das ist also auch am Rande dessen, wo ich Spaß dran habe. Und ich sag mal so, in der Steilabfahrt bleibe ich zu 85% sitzen. Also, kann ich runterfahren ohne ein Problem. Und ich bin sie vor allem auch deswegen nie gefahren, weil wenn dort 1000 Leute runterballern, ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen, wie der Wald aussieht oder wie der Streckenuntergrund ist. Ich weiß nicht, wo sind offene Stellen vielleicht, wo sind irgendwelche Steine. Also ich kann mich da schlecht drauf vorbereiten. Und deswegen bin ich es nicht gefahren. Okay. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich meine, die haben das ja schon ganz lange mit dem Angebot. Die Leute haben da ja auch irgendwie Bock drauf, das runterzufahren. Der Sieger von 70 Kilometern, oder war der 100, der Christian Kreuchler? Christian Kreuchler, 100. 100, ne? 100, ja. Genau. Der ist ja 3 Runden gefahren und der hat gesagt, ich bin so kein einziges Mal gefahren.
Ich weiß leider nicht die Gründe, warum nicht, aber wahrscheinlich hängt es. Aber gesagt, ich habe immer eine halbe Minute verloren, aber ihm war es halt sicherer, hat er gesagt im Interview. Ja, ja. Und das, also das verstehe ich zu 100%. Ja, ja. Also darunter zu ballern, das ist Risiko. Kann gut gehen. Eigentlich muss ich jetzt wo ich runtergefahren bin. Hier dachte ich noch, komm, ich kann es Vollgas fahren. Ja, wo ich den Tag vorher runtergefahren bin, habe ich halt genau das gleiche gemerkt. Ich kann es nicht sicher fahren. Ich bleibe zwar drauf sitzen, aber ja, das ist an der Verzögerungsgrenze und ich kann es auch nicht schneller fahren, weil ich dann die Kurven mit dem bisschen Grip von diesen Reifen gar nicht mehr rumwuchten kann. Ja. Von daher ist es gut, dass wir den Chicken Way haben. Okay. Wie geht's dir? Du bist ja dieses Mal, glaube ich, auch nie gefahren, ne? Ich bin dieses Jahr auch nie Kurve da reingebaut haben und ich habe gesehen, wie schwer das, ich habe aber dir zweimal zugeguckt, wie schwer du die in Anführungszeichen gekriegt hast. Ja. Also du bist ja, du meinst ja gleich fast, am Anfang, ne? Genau, und du hast ja fast drumherum getragen gefühlt. Ja. Und da habe ich gedacht, ah, nee, irgendwie komm, ich fahre außen rum, das kenne ich, da kann ich es laufen lassen. Ja. Ich habe sogar im Trailer auch mal welche überholt. Geil. Das war cool, dank unseres Fahrtechniktrainings und ja, das steht auf alle Fälle definitiv ha? Weiter auf der To-Do-Liste. Reifenschaden. Der dachte, ich bin. Nichts mehr bei mir. Der hat gedacht, ich bin auf meiner zweiten Runde. Bist schon auf der zweiten Runde? Ja, ja. Der hat dich angefeuert quasi. Ja, 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 ja. Der hat gedacht, da kommt schneller. Ich war jenseits von Gut und Böse. Ja, Steilabfahrt. Genau. Ja, du hast jetzt wieder hier. Ah nee, du hast noch einen kleinen Downhill und ja, dann den Schluss zum Rabenberg wieder hoch. War genau das Trail diesmal? Also das letzte Mal ging es ja da einen Trail hoch zum Rabenberg. Wie war's? Das war wieder der gleiche und am Ende noch ein bisschen eine härtere Nummer. Okay, da haben sie noch da haben sie noch eine Umfahrung weggelassen und haben sich gedacht, wir ballern einfach dort noch eine 30% Steigung hin oder 25% oder sowas. Boah, okay. Also bitterböse. Ja. Ja. Genau, also dieses ganze Thema Downhills, ich finde sie flowig immer sehr schön. Es kann auch gerne ein Stück technisch sein oder technischer werden. Aber ich bin dann schon der Meinung, ey, ich muss nie mit einem Cross-Country-Fully unbedingt All-Mountain-Wege fahren. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich zwar sage, okay, ich kann es technisch, vielleicht nicht so schnell, wie es möglich ist, weil ich bin ja dann bergunter jetzt auch nicht perfekt. Aber wo ich dann einfach sage, es macht mir keinen Spaß, weil es auch dem Fahrrad keinen Spaß mehr macht. Das Fahrrad ist nicht dafür gemacht und dann sowas brauche ich dann nicht unbedingt in einem Rennen. Du versaust ja dann am Ende das Material, ne? Die Carbonfelgen bei mir, die haben schöne Erinnerungen an das Rennen hier. Das kannst du halt mal machen oder kannst du auch einmal im Jahr machen, dann halten sie vielleicht ihre 5-6 Jahre. Aber wenn du das mehrmals im Rennen im Jahr hast, geht es dann schon richtig aufs Material. Ja. Und ich hab ja All-Mountain-Felgen, ich habe keine Cross-Country-Felgen. Und wenn du solche Cross-Country-Felgen hast, wo es Carbon nicht 400 Gramm wiegt, sondern 300, ich glaube, du hast ja auch solche, ne? Genau, ja. Dann ist das Material schneller mal fertig mit sich in der Welt und dann, naja, muss man das dann haben? Ja. Eher nicht. Ja. Ja, da hast du recht. Ja, hier, Mensch, hab ich mal wieder jemanden überholt. Das geht ja doch noch. Ja, hier sieht es schön nach einer Rollerpassage aus. Ja. Und der Trail hier, das war auch sehr, sehr angenehm. Hier ein bisschen über Schotter runter, da hast du zwar weniger Grip, aber das kannst du halt trotzdem gut fahren. Boah, rutscht ganz schön hier. Ach, weißt du, was das ist? Das ist der Anstieg zum Dunkelwaldclimb gewesen, oder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Aber keine Ahnung. Vielleicht hast du auch recht.
war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel. Ach, ich lieb das, ey. Christian, denk dran, du hast einen Schlauch drin. Das Ding ist schon geflickt. Da kommt Löcher. Da kommt auf der rechten Seite das Engelchen durch und sagt, Christian, pass auf. Genau. Engelchen, Teufelchen. Willst du heimlaufen oder beschwerst du dich dann? Ja. Und? Naja. Rutschige Geschichte. Aber das sieht schon richtig schön aus da am Rabenberg. Also. Ja, das war total cool. Ich das liebe, ey. Ja, das sieht man, wie du fährst. Einfach nur so hart anbremsen. So. Und da ich siehst mach du halt in der Linie jetzt, wenn ich das Hinterrad nie kommen lasse, musst du die ganze Arbeit übers Vorderrad machen. Ich fahre halt im Normalfall, ich lasse das Hinterrad blockieren, slide quer damit. Ja. Dann lasse ich die Bremse wieder aufgehen und dann kommt das Hinterrad ja wieder in die Spur. Ja, also das will ja wieder gerade werden. Und die Energie nutze ich, um besser in die Kurve reinzukommen. Während das Rad sozusagen hinten slidet. Dadurch kann ich viel besser und auch um engere Kurven fahren. Wenn ich das nicht mache, das Hinterrad also nicht blockieren lasse, lenke ich wie ein normaler Mensch. Also wie du halt auf der Straße lenkst. Und das habe ich jetzt am Ende halt gerade gesagt. Da wird Bremsen schwieriger. Du musst langsamer sein. Aber es ist halt sicherer, weil jedes Mal Hinterrad stehen lassen. Es kann halt sein, du fährst über irgendwas drüber. Ja. Deswegen, da ging die ganze Diskussion in meinem Kopf mit Englischen und Teufelchen drüber. Oh. Und natürlich, es macht halt einen übelsten Spaß, wenn du das Ding einfach so, wenn du da so rumslidest und Attacke fährst. Ja, ja, na klar. Also, es ist halt auch für die Videos richtig cool, ne? Also. Ja, du siehst dann halt, dass mehr Action drin ist, ne? Oder mehr Energie drin ist. Ja. So, das ist. Und ey, sowas hätte ich halt echt gern mal im. Dass du einfach mal das hinten raus siehst, ne? Wenn das Rad dann so stehen bleibt und dann so slidet. Und also ich denke, da kriegst du noch actionreiche Aufnahmen. Was dem Video gut tut. Das stimmt. Kurz vorm Zumachen. Was ist kurz vorm Zumachen? Das Bein links, die Wade. Ah, okay. Dass du ja nie zwei Runden gefahren bist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's ja nur noch berghoch. Geht nur noch berghoch jetzt. Das heißt 6 Kilometer. Wollen wir einfach mal ein Stück springen? Wir können ja zum Green Deer Climb springen. Das ist dieser letzte Single Trail. Naja, klar. Ne? Klar. Weil ich habe jetzt gerade auch nicht mehr so die Themen hier. Ich fahre ja eh nur noch die ganze Zeit alleine hoch. Ja. Ich hatte einen hinter mir gesehen. Genau. Und der war aber, naja, vielleicht noch 300 oder 400 Meter hinter mir. Mhm. Und das Ding hier, das ist schon auch eine Nummer, die nicht ganz ohne ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an letztes Jahr daran erinnern kannst. Das war letztes Jahr auch, ja. Also ich finde das sehr anstrengend, diesen Single Trail hochzufahren. Ja. Das ist aber jetzt keine Beschwerde oder das gehört nie in den Cross-Country-Rennen, sondern das ist schlicht und einfach, das ist hart. Macht Spaß, ist anspruchsvoll, muss man auch ein bisschen aufpassen, ist aber alles halt gut machbar. Ne? Du brauchst halt einfach nur die Kraft. Genau, und vor allen Dingen am Schluss, das ist ja am Schluss zum Ziel. Und das ging immer so Serpentinen gefühlt oder am Anfang ging das Serpentinen. Und immer, du musst hier drüber arbeiten und dann aber auch wieder treten, logischerweise. Ja, ja, das ist der gleiche. Ja. Ja. Und genau, schalten müsste viel, das hört man ja auch bei dir. Ja, genau. Ja? Schaltest brutal. Ich bin sowieso ein Vielschalter. Also. Ja. Ja, guck mal, du arbeitest jetzt hier ganz schön. Ja. Obwohl so steil, 8%, aber auf dem Trail wirkt es halt viel steiler, ne? Und ich hatte halt auch keine Kraft mehr, ne? Also das siehst du ja, das ist selten, dass jetzt geht es mal nachher kurz über die 300, aber ansonsten, also bei mir war der Ofen auch wirklich aus, richtig aus. Ja, ja. So wie bei dir, warte mal, war das Dresden oder wo war das bei dir, Hendrik? Ja. Dresden war mit einem Mal Stecker gezogen, keine Ahnung bis heute warum. Jetzt war halt nichts mehr da. Das erste Mal in den Oberschenkel gesprungen, der hat kurz gezuckt.
Ach ja, ja, die Hendrik-Stelle. Wenn ich Hendrik richtig verstehe, bedeutet das, der Oberschenkel hat jetzt Arbeit von der Wade übernommen. Ganz genau. Und jetzt sagt der halt, Alter, ich bin auch überlastet. Ja, ganz genau. Der Körper hat es jetzt quasi eine Nummer weitergegeben. Der sagt, die Wade ist was jetzt... Was aber kein Wunder ist, und ich wage zu behaupten, dass das hier im Rennen von den Downhills gekommen ist. Ja, hast du recht. Weil die Belastung bergab... Da habe ich so im Oberkörper gemerkt, bis zu den Händen. Das sind schon hier Enduro-Belastungen. Ja, das stimmt. Das meine ich wirklich so. Also der Downhill. Also auf dem Downhill hast du ähnliche Belastungen. Ja. Natürlich viel häufiger und noch intensiver, aber wir haben die gleichen Muskeln hier wehgetan wie auf dem Downhiller. Oder wenn du dann die Hände kaum noch aufkriegst, das kenne ich sonst vom Cross-Country-Fahren nicht. Sondern nur aber ob du willst oder nee, weil vom Downhill. Wenn du langsam fährst, musst du ein Ober... Ja. Muss dein Oberkörper die hat dich gestresst. Trotzdem die Belastung aushalten. Ah gut, okay, die GoPro hinten macht wieder, was sie will. Mag jetzt an, mag jetzt aus. Aber wirklich so hat vollkommen... Hat die eigentlich irgendwas aufgenommen? Nee. Na, ja, 5 Sekunden oder sowas. Aber das war gerade eine sinnlose Stelle und das habe ich daneben mit reingenommen. Ja. Aber so wirklich, so vollkommen random piept sie jetzt mal nach 20 Minuten wieder. Und dann denkst du so, hä, du lebst wieder? Ja. Ach, du wolltest was erzählen von wegen Belastungen weitergegeben, ne? Ach so, ja. Also die Wade hat zugemacht und der Körper merkt das und sagt, oh, da geht irgendwas, im System, in Anführungszeichen, kaputt. Da muss jetzt der nächste Muskel machen, das ist immer bei der Wade immer der Oberschenkel. Und der Oberschenkel sagt als nächstes, na warte mal, aber dafür bin ich ja nie ausgelegt, dass hier die Wade quasi abgibt. Und deswegen merkst du das dann am Oberschenkel, dass der dann als nächstes zugeht. Ja, ja. Der logische Schritt wäre als nächstes... Hendrik, warte mal, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Das ist die übelst steile Stelle hier. Ich meine, du siehst zwar nur 18%, aber du siehst ja, ich kann kaum noch drauf sitzen. Ja. Und der da oben war geschoben. Das muss also jetzt sein, jetzt geht's so hoch. Das muss nicht sein, sage ich. Das war aber, war das nicht beim letzten Mal auch so? Das weiß ich nicht. Nee, da sind wir außen rumgefahren. Und sind dann hier, wo ich jetzt gerade hinkomme, dort rausgekommen und rechts rumgefahren. Ja. Aber dieses steile Stück hier, also ich bin der Meinung, 21% ist da untertrieben. Ja. Jetzt geht's das so nochmal. Jetzt siehst du jetzt geht's noch. Hier. Ja. Also so, nee, also so war der Bellwald hoch. Aber ohne, dass es so, also so eben der Untergrund war. Da waren noch Wurzeln und Steine und so. Da hast du halt keinen Spaß. Da hast du, nee. Weil du hängst schon über dem Lenker, hast keinen Gang mehr und musst das Ding doch drüber wuchten. Das schaffe ich fahrtechnisch nicht. Ja. Und hier, also Wurzeln waren hier näher, aber ich fand den Untergrund trotzdem schwierig durch diese einzelnen Steine. Und du, also du hattest keine Chance aufzustehen. Ja. Und dann hat es ja trotzdem so leichte Fahrrillen, sag ich mal, und so Zeug. Ja. Also das war sicherlich noch leichter, als wenn du jetzt noch Wurzeln und so ein Gedöns hast. Aber es war kein entspannter Untergrund für so eine steilen das stimmt. Geschichten. Gut, entspannt ist es da wahrscheinlich nie. Nee, das stimmt. Aber also 24% hier habe ich als höchstes gesehen. Mhm. Das ist schon hart. Ja. Aber da oben stehen jetzt die ersten. Da stand ich dann, kannst du dich erinnern? Letztes Jahr und hab dich dann quasi hochzu noch angefeuert. Mhm. Hab mir extra noch ein T-Shirt gekauft und dir dann ja auch. Das Home of Trails. Ich gedacht, scheiße, der Christian kommt nicht. Home of Trails, ich hab's an. Ich hab's gerade in die Kamera gehalten. Ich weiß, das ja? siehst du nicht. Ah ja. Das Home of Trails Shirt, genau. Das ist ein schönes T-Shirt. Schönes Geschenk, genau. Genau. Und hier oben ist dann das Ziel, ja. Richtig. Christian, sehr geil. Danke fürs Letzter Platz. Cool, dass du es geschafft hast. Und zack, angekommen. Mal gucken, was du kommentierst noch am Schluss. Ich glaube, gar nicht viel. Oder? Ach ja, und er saß entspannt da und hat ja die Nummern geguckt. Reifenschaden. Aber das ist jetzt eh Schluss hier.
Ach, du fährst gar nicht rechts hoch zum Essen? So, doch, das hab ich jetzt gecheckt. Ach so. Genau, ich hatte gedacht, oh, nee, dass der mir jetzt sagt, ich darf nicht weiterfahren, weiß ich schon selber. Ja. So, hier sind wir. Ich drücke noch Pause, jetzt ist gleich los. Jawohl. In diesem Sinne, ne, Nummer 2, Dunkelwaldmarathon, also mal wieder sozusagen nach letztem Jahr dabei gewesen. Schönes Rennen, anstrengend. Nochmal würde ich keine 60 Kilometer fahren. Da müsste ich schon sehr fit sein. Ich finde, 60 Kilometer hier ist wie na, vielleicht 80 oder 90 bei anderen Rennen. Beim zwei Wochen später, bei der beim Erzgebirgsmarathon, war ich noch 30 Kilometer noch gut drauf. Sicherlich, weil ich fitter gewesen bin. Hm. Aber auch, weil ich finde, du kannst hier nirgendwo entspannen. Ja, also entweder die Berge runter sind sehr anstrengend und fordernd für die Oberkörpermuskulatur, oder aber du fährst halt die Trails mit, so wie ich es jetzt am Ende wieder gemacht habe. Hochzug geht es genauso steil. Also es ist sehr, sehr, sehr fordernd, das Rennen. Dadurch anspruchsvoll und wirklich, wer halt Bock hat auf eine Herausforderung, bist du genau hier richtig. Aber wenn du was Ruhiges willst oder sagst, Mensch, ich will jetzt mal landschaftlich was genießen, da musst du dir, glaube ich, Stopps mit einplanen und anhalten. Ansonsten wird das nichts. In dem Sinne, als nächstes ein EBM. Genau, den werden wir vermutlich als nächstes kommentieren. Ja, mal gucken, wie das reinpasst mit neuen Rennen, die wir vielleicht noch fahren. Und wie es ist mit Baden-Württemberg. Ich habe schon überlegt, vielleicht wäre auch ein Rennen im Winter zu kommentieren, wenn sozusagen wir gerade auch alle warten auf wieder das schöne Wetter. Vielleicht wäre das auch eine Abwechslung. Vielleicht wird es der EBM, dass wir den erst im Winter machen. Mal gucken. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr da irgendwelche Vorlieben habt oder sowas. Ansonsten vielleicht noch Hendrik, wie war das jetzt rückwirkend zum letzten Jahr, wo du mit dabei gewesen hast, für dich, wo du mit dabei gewesen bist, für dich jetzt das so zu sehen, wie, also von der Streckenänderung oder was ist dir vielleicht aufgefallen? Also es waren mehr Trails auf alle Fälle dabei. Es war definitiv ruppiger. Also ich hatte eigentlich nur dieses Wurzelstück, also extrem ruppig in Erinnerung. Mhm. Das ging ja aber so gerade und leicht steigend. Aber jetzt hast du ja auch bergab ganz schöne Schrupperpassagen drin gehabt. Bin gespannt, wie es nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr will ich, wenn es möglich ist, wieder mitfahren. Mhm. Und ja, trotzdem eine geile Leistung. Und danke fürs Filmen von den Schnellen rückwärts. Das war sehr schön zu sehen. Also das gucke ich mir nachher gleich wieder an. Weil das war super spannend. Wie fahren die da runter? Vor allen Dingen der eine auf dem Hardtail. Mhm. Schade, dass du natürlich wieder einen Schaden hattest. Aber gut, dass du vielleicht deine Sehne geschont hast. Ja, richtig. Und dieses ganze Reifenthema, also ich seh das jetzt auch als abgeschlossen ab. EBM hat ja auch wunderbar geklappt. Ja. Also ne, 1.1, 1.2 Bar kannst du halt wirklich als Mensch mit 80 Kilo nur fahren, wenn es entweder weicher Untergrund ist und halt nicht so extreme Sachen. Ansonsten halt, Gefühl ist an der Stelle, glaube ich, der falsche Freund, sondern da musst du halt schon aufs Manometer gucken, um dann halt deine 1,5, 1,6, 1,7, vielleicht 1,8 reinzuklatschen. Ja. Das ist so das, was ich daraus gelernt habe. Und natürlich, ne, was ich vorhin auch gesagt habe, es lohnt sich doch, mal ein paar Gedanken darüber zu machen, wie willst du denn flicken? Weil es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten und da ist es gar nicht so einfach, die richtige zu finden. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Ja. Nach den ganzen Schäden, die du jetzt einfach hattest und viel Erfahrung. Ja, genau, in diesem Sinne. Ja, macht euch eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, genießt die Sonnenstrahlen noch, solange sie hier noch da sind. Wir sind jetzt auch schon wieder Mitte August. Alles Gute für euch. Hendrik, vielen lieben Dank, dass das heute geklappt hat. Auch dir alles Gute. Christian. Und keep riding bikes, have fun, genießt die Sonne, bis bald. Tada. Tada. Genau. Ciao. Ciao.